Also, ich muss kurz was dazu sagen. Die Spiele sind ja von 1992 und 93, Ultima 7, Ultima 7 Teil 2. Und damals gab es noch nicht mal Windows, richtig? Also ist das gar nicht so einfach, diese Spiele heute gut zu funktionieren zu bringen. Dafür gibt es eine wunderbare Mod und die seht ihr hier, die heißt X-Ult. Findet ihr auch als Link, wenn ihr hier Ausrufezeichen Mods eingebt, dann gibt es den Link dort für. Eine wirklich hervorragende Arbeit, die die gemacht haben. Die haben also diese beiden Spiele uns mit unseren heutigen Monitoren, Auflösungen wieder zugänglich gemacht und einige Komfortfunktionen mit eingeführt. Fantastisch, wirklich fantastisch. Also richtig viel Liebe, die hier reingeflossen ist. Da gibt es auch diverse Setup-Möglichkeiten, was man hier einstellen kann. Also wie schnell, also wie viel FPS sich die Figuren bewegen, was weiß ich. Alles Mögliche. Kann man sich das Spiel auch noch so anpassen, wie man es haben will. Das ist das eine. Und zum Zweiten, wenn ihr das Spiel auf Deutsch spielen wollt, gibt es ebenfalls eine hervorragende Mod, nämlich von Sir John. Der hat eine Deutsch-Mod gemacht. Auch eine unglaubliche Fleißarbeit. Der hat sogar die Handbücher übersetzt. SirJohn.de. Ich kenne SirJohn nicht, aber ich weiß jetzt schon, er ist ein großartiger Typ. Damit könnt ihr euch also diese beiden Spiele auch komplett auf Deutsch modden. Und selbst Teil 2, 7.2, das ist, glaube ich, damals nie auf Deutsch erschienen, ist also auf diese Art und Weise in Deutsch spielbar. Fantastisch. Kaufen könnt ihr dieses Spiel, also die Grundlage, heute noch auf Good Old Games. Und zwar aktuell, glaube ich, für 1,49 €. Beide Titel. Und wir reden hier wirklich von den einer der besten Rollenspiele aller Zeiten. So viel der Vorrede. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Alles Weitere dann im Hauptmenü. Avatar, wisse, dass für Britannia ein neues Zeitalter der Erleuchtung begonnen hat. Lass dir gesagt sein, dass endlich die Zeit für den einzigen und wahren Herrn von Britannia gekommen ist, um seine Gefolgschaft anzuführen. Unter meiner Führung wird Britannia gedeihen. Das Volk wird frohlocken und mir als ihrem neuen Oberhaupt huldigen. Avatar, sei dir gewiss, dass auch du vor mir niederknien und meine Macht und meine Autorität anerkennen wirst. Denn ich werde das... Irgendetwas stimmt nicht. Es ist lange her, seit du zuletzt in Britannia warst. Er hat dir früher schon Tore nach Britannia geöffnet. Hinter deinem Haus steht der vertraute Steinkreis. Aber warum ist da schon eine Mondpforte? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh mein Gott. So, da sind wir. Bei Ultima 7, die schwarze Pforte. Ja, die Ultima-Reihe, die hat natürlich jetzt beim Teil 7 schon eine lange
Vorgeschichte, die ich euch jetzt nicht erzählen will. Das ist auch gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass wir, der Spieler, immer so aus quasi, es ist immer so eine Art Nerd, wie soll ich sagen, so eine Art Nerd-Situation. Wir sind nämlich halt Gamer und sitzen den ganzen Tag an unserem Computer. Aber ab und an werden wir gerufen in diese Welt von Ultima, um dort dann als Avatar Gutes zu tun und die Welt zu retten. Und diese Welt hat eine große Backstory mit den Tugenden Pipapo. So, das ist so ein bisschen der besondere Hintergrund. Ich will kurz erzählen, wie ich auf die Reihe gekommen bin. Ich habe nicht Ultima 7, die schwarze Pforte, gespielt. Ich habe damals 1993 oder 94 Ultima 7, The Serpent Isle, gespielt. Das ist der zweite Teil. Also Teil 7 hat zwei Teile, zwei vollwertige Spiele. Ich bin damals versunken in diese Welt, weil sie unfassbar immersiv war. Aber ich bin völlig gescheitert. Also das war irgendwie, da war ich einfach noch zu jung, unerfahren dafür. Das war auch noch komplett in Englisch. Ich konnte auch nicht so toll Englisch. Hat man sich da alles mit Wörterbuch und so weiter erschlossen. Das heißt, ich bin weit davon entfernt, Ultima 7 Serpent Isle durchgespielt zu haben. Aber bis heute ist eine riesige Faszination für dieses Spiel übrig geblieben. Und wir haben vor 2 Wochen im Blätterabend darüber gesprochen und jetzt habe ich richtig Lust bekommen, da nochmal einzusteigen, und das tue ich jetzt, indem wir gemeinsam einfach mal reinschauen jetzt 2-3 Stunden und gucken, ist da irgendwie noch was da? Ist das Feuer noch da? Denn dieses Spiel ist wirklich berühmt gewesen damals, berühmt, beliebt, gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Also können wir das heute irgendwie noch nachempfinden? Und ist das heute vielleicht sogar noch genauso gut spielbar mit Hilfe dieser erwähnten Mods? Wenn ja, dann kann ich mir das sogar vorstellen, tatsächlich daraus ein Let's Play zu machen im Rahmen meiner Let's Play-Reihen auf YouTube. Das wird sich zeigen. So, das zur Vorrede. Jetzt starten wir mal rein. Wie gesagt, ich kenne überhaupt nichts außer die ersten 3 Minuten. Neues Spiel. So, wir müssen uns einen Namen geben. Das ist ja schon immer die schwierigste Sache. Man kann theoretisch übrigens auch eine Frau spielen, aber wir spielen mal einen Mann. Machen wir mal Valdur. So, Valdur. Wird einfach festgelegt. Männlich, los geht's. Dort hinten. Es ist einfach schrecklich. Ich weiß, es ist entsetzlich. Wer kann das nur gewesen sein? Ich weiß es nicht. Er hat überhaupt keine Feinde. Der arme Mann. Was sollen wir jetzt nur tun? Ich weiß nicht. Ein ziemlich großer Mann schaut auf und blickt dich an. Er kommt dir bekannt vor. Die Besorgnis in seinem Gesicht weicht schnell einem freudigen Lächeln. Er lächelt dich an. Valdur! Ich traue meinen Augen nicht. Gerade habe ich noch gedacht, wenn nur der Avatar hier wäre. Und nun, sehet und staunet, da soll noch einmal einer sagen, die Magie wäre im Begriff zu erlöschen. Ihr seid der Beweis, dass sie noch lebt. Seid ihr euch bewusst, Valdur, dass wir uns seit 200 britannischen Jahren nicht gesehen haben? Ihr seid überhaupt nicht gealtert. Okay, 200 Jahre sind vergangen seit den Ereignissen von Ultima 6. Krass. YOLO, das ist nämlich ein alter Gefährte von uns, zwinkert verschwörerisch zu und flüstert dir zu, das ist zweifellos den unterschiedlichen Zeitabläufen auf der Erde und in Britannia geschuldet. Er spricht laut weiter, ich bin ein wenig gealtert, wie ihr sehen könnt, aber ich habe auch in all dieser Zeit Britannia nicht verlassen. Avatar. Wartet nur, bis ich das den anderen erzähle. Alle werden froh sein, euch zu sehen. Willkommen in Trinsic. So heißt diese Stadt offenbar. Ultima-Spielern durchaus ein Begriff, ist allerdings nicht die Hauptstadt. YOLO wird von einem verstörten Bauern unterbrochen. Zeigt ihm die Stelle, my Lord. Es ist so schrecklich. YOLO nickt. Seine Freude schlägt um, als ihm wieder einfällt, weshalb er eigentlich vor den Stellen steht. Unser Freund Pietre hier hat heute früh eine wahrhaftig
grausige Entdeckung gemacht. Seht euch in den Ställen um. Ich werde euch besser begleiten. Ja, ich sage immer YOLO, aber wahrscheinlich wird er IOLO ausgesprochen. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott, ein Erdbeben. So ein bisschen wie im Helge-Film. Wieder eines dieser Beben. Es stimmt etwas nicht in Britannia. Vielleicht kennt Lord British ja die Ursache und kann uns behilflich sein. Lord British ist hier so der weise Herrscher des Reiches. Unser Freund. Du erblickst einen Edelmann mittleren Alters. YOLO, wer ist diese fremde Person? Er ist der Avatar, verkündet YOLO stolz. Hättet ihr das für möglich gehalten? Darf ich euch einander vorstellen? Avatar, dies ist der Schultheiß Finnegan. Finnegan, dies ist Valdur, der Avatar. Ich kann es noch nicht fassen, dass er hier ist. Der Schultheiß mustert dich von oben bis unten, unsicher, ob er YOLO glauben soll. Er sieht YOLO skeptisch an. Ich schwöre euch, es ist der Avatar. Der Schultheiß studiert jede Kleinigkeit in deinem Gesicht. Dann endlich lächelt er. Willkommen, Avatar. Doch genauso plötzlich nimmt sein Gesicht wieder einen finsteren Ausdruck an. Ein entsetzlicher Mord ist geschehen. Wenn ihr wahrhaftig der Avatar seid, könnt ihr uns sicher bei der Aufklärung helfen. Ich wäre sehr erleichtert, wenn ihr diese Angelegenheit übernehmet. Ihr sollt großzügig belohnt werden, wenn ihr den Mörder findet. Nehmt ihr mein Angebot an. So, das erste Mal haben wir eine Option. Und wir können auch, und das ist schon eine erste große Sache, die ich an diesem Spiel liebe, wir können auch hier Nein sagen. Wir können einfach sagen, fick dich, diese erste große Aufgabe in diesem Spiel, die ignorieren wir einfach. Was interessiert uns das? Ich bin für ja. Ja. So, Pietre hier weiß etwas. Ich habe den armen Christopher, dann müssen wir uns jetzt schon merken, weil es gibt kein richtiges Logbuch, und den Gargoyle Inamo am frühen Morgen entdeckt, bemerkt der Bauer. Habt ihr die Stelle durchsucht? Fragt der Schultheiß. Nein, noch nicht. Dann schlage ich vor, dass ihr euch innen umseht und danach mit mir sprecht. Okay. Gut. Das machen wir. So, ab jetzt können wir uns frei bewegen in dieser wunderbaren Welt. Und man kann das zwar mit Rechtsklick auch steuern, das finde ich aber ziemlich clunky. Das kann man auch noch einstellen. Ne? Ich steuere das mit den Pfeiltasten. Und wir gehen in die Stelle. Und oh mein Gott, was ist hier geschehen? Also, das ist der einzige Punkt, den ich jetzt schon gesehen habe. Aber schaut euch mal diesen... Das ist ja kein Mord. Das ist ein Ritualmord. Alter Falter. So. wir müssen jetzt gleich zu ermitteln anfangen. Ich wollte nur kurz was sagen. Das Spiel hat so gut wie keine Anleitung. Es hat 5 Seiten so kurze Hinweise. Spielmechanik versucht das Spiel so komplett wie möglich zu verstecken. Es gibt überhaupt kein kompliziertes Regelsystem. Wir gehen nachher ein bisschen mal auf die Werte ein, spielt aber jetzt keine Rolle. Und was ich aber, es gibt so eine Mini-Spieleinführung, die ich mir durchgelesen habe, wo so die erste Szene ein bisschen beschrieben wird. Da wird nur gesagt, untersuch den Mordplatz sorgfältig, pipapo. Und was gesagt wurde auch, das hätte ich jetzt sonst nicht gewusst, man soll, und das ist jetzt unsere erste Aktion, man soll die Tür schließen. Warum soll man die Tür schließen? Damit man sich ungestört hier umschauen kann und die draußen nichts mitbekommen, was wir uns hier drin unterhalten. Und Leute, sagt mir ein Rollenspiel, was berücksichtigt, ob die Türen offen sind und andere Charaktere es mithören, was gesprochen wird. Ist das nicht schon total abgefahren? Ja, es ist abgefahren. Okay, wir gucken uns jetzt mal um. und was, also, wie, was kann man jetzt hier machen? Jetzt kommt das nächste abgefahrene Geschichte. Alles in diesem Spiel ist manipulierbar. Erstmal können wir raufklicken und sagen, gucken, anzugucken, was ist in. Heubündel, Zange, Hufeisen, Heugabel und so weiter und so fort. Und wir können das nicht nur anklicken, sondern wir können das auch bewegen. Wir können jetzt hier gucken, man kann sogar den Unrat wegschieben. Schaut mal, der Schultheiß kommt hier direkt rein, der will uns belauschen. So, wir können alles manipulieren.
ist das hier eigentlich? Ein Eimer voll Blut. Den könnten wir zum Beispiel, wir spielen jetzt mal ein bisschen Spielmechanik, ein bisschen rum, ne, was man alles machen kann. Wir können jetzt mit Doppelklick aufnehmen. Dann hat der Avatar das in der Hand. Warte mal. Da seht ihr es, hat es in der Hand. Und wir können jetzt zum Beispiel den Eimer irgendwie benutzen. Jetzt mache ich das mal, laufe ich mal hier hin. Und jetzt hat er den blutigen Eimer, hat er ein bisschen was ausgekippt und jetzt liegt dort Blut auf dem Boden. What the fuck, Leute? Ist das unglaublich oder ist das unglaublich? So, wir werden jetzt diesen Eimer wieder hinstellen. Ja, wir haben ein Inventar. Wir haben nämlich hier einen Rucksack und da ist alles Mögliche drin schon. Brot, Äpfel, Geld, eine Fackel, Lockpicks und eine Karte. Die Karte ist nicht irgendwie eine Menükarte. Sondern wir haben sie im Inventar. So. So unglaublich den Tatort vereinigt. Okay, alles klar. So, jetzt wollen wir aber ernsthaft untersuchen. Was haben wir hier? Wir haben das Opfer. Ich glaube, mit dem Opfer können wir nichts machen. Wir haben hier so eine komischen angezündeten Lichtquellen. Können wir die ausmachen? Schaut mal, wir können die Lichtquellen ausmachen. Der Schultheiß kommt wieder rein. Aber was jetzt hier wirklich entscheidend ist, ist, glaube ich, dieser Schlüssel, der da liegt. Den können wir jetzt einfach erstmal angucken und nehmen und dann auf den Avatar. Und dann müsste er eigentlich automatisch hier im Backpack sein. Nein, ist er nicht. Ha! Dann schieben wir ihn einfach so rein. So, den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, denke ich. So, das ist das Erste. Dann haben wir hinten den Gargoyle. Der hat nichts dabei. Den könnten wir tatsächlich hier auch noch hin und her schieben. Von der Wand ihn holen. Ach, schaut mal. Einmal runtergenommen, können wir ihn nicht wieder an die Wand spießen. Aber was sagt uns jetzt eigentlich dieser Schauplatz? Und der sagt uns, das ist irgendein kultischer Mord. Irgendein Ritualmord. Was sehen wir noch? Erstmal sehen wir, dass da noch was liegt. Was ist das? Gargoyle-Schmuck. Nehmen wir auch mit. Ich will nochmal versuchen hinzukriegen, warte mal, das ist unser Begleiter, dass ich das irgendwie hier ein bisschen besser sortiere. Naja, dann haben wir hier ein Säckchen. Da ist nochmal Brot, wird eingesteckt. Es wird nämlich natürlich auch Essen simuliert. Und wir haben Gold, das packen wir auf den Goldhaufen. Das Säckchen selbst ist aber auch wichtig. Das können wir nutzen, um Dinge zu sortieren. Und ich würde sagen, wir fangen damit mal an, indem wir unsere Wertsachen und Schmucksachen in das Säckchen reintun. Später sollten wir Säckchen noch haben für Essen und alles Mögliche. Hat man unendlich Inventarkapazität? Nein. Jeder Gegenstand hat ein Gewicht und das ist unser Maximalgewicht, was wir tragen können. Aber andererseits hat jeder Charakter auch ein eigenes Inventar. Wir können uns überhaupt mal anschauen. Also der hat auch noch ein bisschen Gold. Wir sollten, glaube ich, das Gold zusammenführen. Ich glaube, da hat er nichts dagegen. Ne? Wir packen das mal zusammen. Wir müssen ja auch angezeigt. 29 Goldmünzen. Okay, alles klar. Er hat seine Armbrustbolzen dabei. 30 Bolzen. Und was hat er noch? Er hat noch einen Abakus. Ach so. Ha! Wisst ihr was? Wenn wir auf den Abakus klicken, dann sehen wir immer, wie viel Gold die Gruppe insgesamt hat. Damit wird das nämlich zusammengerechnet. Wie cool. Und eine Flasche hat er noch. Okay, alles klar. So. Erstmal eine Begleiterausblende zur Optimierung. Ja, entschuldigt. Okay. Was sehen wir hier noch? Also wir können mal hier alles wegnehmen, aber ich glaube, so richtige krasse Spuren finden wir jetzt hier nicht. Hier sind noch Hufeisen. Wir sehen aber, diese Blutspuren führen hinten raus und über diese Treppe. Danach enden die Blutspuren aber, merkwürdigerweise. Hier haben wir noch ein Pferd. Mit dem können wir aber nicht interagieren. Das scheint aber noch zu leben. Sieht ein bisschen komisch aus, aber scheint zu leben. Okay, ich würde sagen, wir sprechen mal mit unserem Freund. Ja, mein Freund, fragt YOLO. So, hier seht ihr das Gesprächsmodell. Und wie gewohnt sollte man bei diesen Spielen, das ist ja auch ein bisschen Adventure-artig, natürlich alle Themen irgendwie ansprechen. Was jetzt ganz wichtig ist, wer das heute gewöhnt ist, dass man irgendwie einen Questlog hat, das dann abgehakt wird, das auf der Karte steht, wo man hingehen muss als nächstes oder einem gesagt wird, was man tun soll, das gibt's alles nicht. Nullo, nicht, nixi. Sondern dieses Spiel muss man quasi spielen mit einem Notizbuch daneben.
Weil sonst wird man nicht klarkommen. Man muss sich die Namen aufschreiben, man muss sich die Informationen aufschreiben, man muss eigene Schlussfolgerungen ziehen, man muss sich überlegen, zu wem geht man jetzt hin, wie ermittelt man. Das Ganze hat ja auch einen Tag-Nacht-Rhythmus, die Leute haben einen Tagesablauf und so weiter und so fort. Man muss komplett eigenständig jetzt hier in dieser Welt agieren und irgendwie zusehen, dass man klarkommt. So, jetzt fragen wir mal nach seinem Namen, mal gucken, wie er reagiert. Dein Freund prustet. Macht ihr Witze, mein Lord? Ihr kennt euren alten Freund Iolo nicht mehr? Ja, war ein kleiner Gag, Iolo. Die Tische kann man nicht verschieben, weil die zu schwer sind. Beruf. Zurzeit reise ich zusammen mit dem mutigsten aller legendären Helden, dem Avatar. Okay, Trinsic ist die Stadt. Wollen wir ein bisschen was über die Stadt erfahren? Die Stadt hat sich nur wenig verändert, allerdings scheinen die Leute ein wenig zu abweisend zu sein. Als wir uns über den Weg gelaufen sind, war ich gerade dabei, meinen Freund Finnegan zu besuchen. Mhm. Finnegan war der Schultheiß, ne? Guck mal, und jetzt haben wir Stichworte erfahren, die jetzt in den Gesprächsoptionen neu eine Rolle spielen. Und so wird das natürlich später auch noch sein. Das heißt, wir werden jetzt in der Stadt rumlaufen, mit Leuten sprechen, Informationen bekommen. Das heißt, mit denen können wir dann wieder Leute konfrontieren, die wir schon gesprochen haben und so weiter und so fort. Sehr, sehr komplex das Ganze. So, Gruppe verlassen wollen wir nicht. Wir wollen mal ein bisschen weiter nachfragen. Abweisend. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr selbst mit den Leuten redet. Ihr werdet sicher sehen, was ich meine. Es hat sich einiges seit eurem letzten Besuch verändert. Vielleicht werdet ihr euch hin und wieder etwas altmodisch vorkommen. Tja, mal über uns sprechen, Avatar. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr der Avatar seid, weil nur, wie auch immer, ihr werdet vielleicht Schwierigkeiten mit denen haben, die euch nicht kennen. Selbstverständlich seid ihr jedoch sicher in Gesellschaft eurer Freunde. Sehr gut. Wer sind denn meine Freunde? Ihr meint sicher Shamino und Dupre. Das sind nämlich, glaube ich, die alten Gefährten aus den vorhergehenden Teilen. Ah, okay. Was ist denn los mit Shamino? Es wäre am besten, in Britain, das ist die Hauptstadt, nach diesem Gauner zu suchen. Er hat dort eine Freundin, eine Schauspielerin am Königlichen Theater. Okay, das wäre jetzt schon mal eine Information, die müsste man sich jetzt aufschreiben, ja, ne, um den vernünftig suchen zu können. Ihr versteht. So, Dupre. Oder nee, wir fragen mal nach Britain, nach der Hauptstadt. Britain ist sehr gewachsen. Porth ist nun eigentlich mehr oder weniger ein Bezirk von Britain. Es befindet sich an der Ostküste von Britannia. Das Schloss von Lord British ist jedoch noch immer ein atemberaubender Anblick. Okay, lasst uns über Porth sprechen. Porth liegt immer noch zwischen Britain und Trinsic, doch es ist mehr in Richtung Britain gewachsen. Aha, wie geht's Lord British? Mein Herr wird sehr erfreut sein, euch wiederzusehen. Wir sollten umgehend nach Britain reisen. Ich bin sicher, dass er euch wertvolle Hinweise geben kann. Er kann euch auch berichten, was ihr in den 200 Jahren eurer Abwesenheit vermisst habt. Okay, welche Hinweise kann Lord British mir denn geben? Ach, selbstverständlich, Lord British ist eine regelrechte Fundgrube für erstaunliche Berichte. Das kommt sicher daher, dass er einem gut zuhören kann und nicht unbedingt sprechen muss. Da wir schon von Hinweisen reden, fällt mir gerade etwas ein. Ich habe einen kleinen Gegenstand, der euch von großem Nutzen sein kann. Es ist ein Abakus. Nutzt ihn, um euer Gold zu zählen. Ah, schaut mal. Hätte es auch so gegeben. Dupre, was mit Dupre? Wir werden ihn sicherlich irgendwo auftreiben. Ich habe allerdings gehört, dass er sich in Jelom aufhalten soll. Habt ihr gewusst, dass er inzwischen zum Ritter geschlagen wurde? Nein. Es ist wahr, Lord British hat ihn kürzlich zum Ritter geschlagen, weshalb kann ich mir jedoch beim besten Willen nicht erklären. So, was für Schwierigkeiten? Immerhin, also in was für Schwierigkeiten können wir kommen? Immerhin seid ihr seit 200 Jahren nicht mehr hier gewesen. Die meisten derjenigen, die euch wiedererkennen würden, sind längst verschieden. Verzeiht mir, mein Freund, dass ich so offen mit euch bin, doch man muss der Wahrheit eben ins Auge blicken. Okay, wir sind nicht mehr so gut angesehen. Finnegan, das ist der Schultheiß hier. Finnegan ist ein guter Mann. Er ist der Schultheiß von Trinsic. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Okay, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Zum Mord. Grausig, findet ihr nicht auch? Weder Christopher noch Inamo haben einen derart grausamen Tod verdient. Ihr müsst auf jeden Fall die Bürger dieser Stadt befragen. Das machen wir. Wir reden aber erstmal über Christopher und Inamo. Ich kannte ihn nicht, my Lord. Und Inamo?
Ich habe nie mit ihm gesprochen. Es ist eine Schande. Es gibt nur wenige Gargoyles, die unter Menschen leben. Und dieser Vorfall wird sicher noch dazu beitragen, dass sich diese Verhältnisse ändern. Ja, was ist los mit Gargoyles? Es sieht nach Selbstmord aus. Seit eurem letzten Besuch in Britannia haben die Gargoyles damit begonnen, sich unter die Menschen zu mischen. Die meisten von ihnen leben noch auf Sutecs alter Insel, die jetzt Terfin genannt wird. Jedenfalls werdet ihr hin und wieder einem Gargoyle begegnen. Okay, lebt wohl. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit euch zu plaudern. So, was wir jetzt tatsächlich auch tun könnten, ist, wir könnten uns hier in dieses Bett legen. So. Und dann fragt nämlich Iole uns, nach wie vielen Stunden soll ich euch wecken, Waldur? Dann können wir die Schlafzeit einstellen, aber wir wollen natürlich jetzt nicht schlafen. Iole wirft dir einen verständnislosen Blick zu. Nichts für ungut. Ah, ich finde, das ist so gut, Leute. Warum kann man schlafen und sowas alles? Weil Uhrzeiten spielen auch in diesem Spiel eine echt nicht zu unterschätzende Rolle. Zum Beispiel sehen wir jetzt, der Schultheiß geht jetzt weg. Die Leute machen hier halt nicht immer das Gleiche oder die stehen nicht einfach rum, wo sie immer sind, wo sie stehen sollen, sondern die haben halt einen eigenen Ablauf, was ich absolut crazy finde. Wir reden nochmal mit den Bauern hier. Du erblickst einen verstörten Bauern. Seid ihr wirklich der Avatar? Ja, natürlich. Pietre verneigt sich vor dir. Es ist mir eine Ehre, My Lord. So, erzählt mal was über euch. Ich bin Pietre, schnieft der Mann. Ja, okay. Beruf? Ich bin der Stallknecht. Kann man das nochmal fragen? Nee, okay. Schaut mal, Fußabdrücke, sehr schön. Aber erzählt mal erstmal was über die Stelle. Ich arbeite schon seit Jahren hier. Ich verkaufe euch einen Wagen mit zwei guten Pferden, wenn ihr wollt. Die Tiere und der Wagen sind in einem kleinen Verschlag außerhalb des Nordtores untergebracht. Ach so, ja, das gibt es übrigens. Wir können mit Pferd und Wagen fahren. Absolut kein Thema, ja. Mich gruselt's hier. In seinen Augen ist tiefe Angst zu erkennen. Wie teuer ist denn der Wagen? Pferde und Wagen kosten zusammen 60 Goldstücke. Wollt ihr die Urkunde kaufen? Nee. Jetzt gerade nicht. vielleicht ein andermal. Ja. Erzähl mir was über den Mord. Ich habe den armen Christopher und Inamo heute früh gefunden. Ich habe nichts angerührt. Mir ist richtig schlecht gewesen. Okay. Was weißt du über Christopher? So ein netter Mann. Er hat die Hufeisen für meine Pferde geschmiedet. Okay, und Inamo? Er hat für sehr wenig Geld gearbeitet, hat einfache Sachen im Stall und in der Schenke erledigt. Ich habe ihm erlaubt, im kleinen Hinterzimmer des Stalles zu schlafen. Er war wohl zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay. Das ist also, was Gargoyles machen. Die werden so als Sklaven ausgebeutet. Erzähl mal was über Fußabdrücke. Sie führen zur Hintertür, richtig? Dann müssen es einfach die Spuren des Mörders sein. Seine Augen weiten sich etwas mehr. Oder sogar der Mörder? Okay, lebt wohl. Lebt wohl. Sieht nach Regen aus. Es wird gefragt, wie man speichert. Einfach ganz normal. Wir machen mal einen Speicherstand. Freitagsstream 1. Oder nee, nennen wir es mal W für Waldur 1. So, gespeichert. Wir gehen nochmal kurz... Ah, okay, warte mal. Ich will nochmal das Hinterzimmer sehen. Aha, also da hat er tatsächlich geschlafen. Das war sein Privatbereich. Gut. So, mehr haben wir jetzt erstmal hier nicht erfahren. Was jetzt beginnen wird, ist, dass wir jetzt also tatsächlich durch diesen Ort laufen werden und in jedes Haus gehen, mit jedem Bewohner sprechen, um möglichst viele Indizien und Hinweise zu sammeln. Ich werde mal, also wenn ich dieses Spiel ernsthaft spielen würde, würde ich jetzt wirklich anfangen, mir Notizen zu machen. Man kann im Übrigen, in dieser Mod ist ein Notizbuch integriert, was ich ganz cool finde. Da kann ich jetzt hier reinschreiben, Opfer, wir können mal die Namen aufschreiben, Christopher und Gargoyle-Namen habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß der nochmal? Ja, das sind halt immer diese Wesen, diskriminierte Wesen, deren Namen man sich merkt. Egal, Inamo, okay, danke. Kommt, dann würdigen wir den im Tod zumindest, indem wir seinen Namen da noch
reinschreiben. Inamo. So, ich würde sagen, was ich interessant finde, hier schaut mal, hier läuft eine Wache hin und her. Ich kann mir vorstellen, der ist ja nun wirklich nah am Tatort, dass der vielleicht was gesehen hat. Also sprechen wir den an. Bleib mal stehen hier. Zu schwer, nee. Du erblickst einen aufmerksamen Wachmann, der keinen Spaß versteht. So, wie heißt du? Johnson. Okay, Beruf. Ich habe die Frühwache am Hafen. Ich genehmige den Schiffen das An- und Ablegen. Okay. Ist ein Schiff heute früh gekommen? Weiß ich nicht, ob er das jetzt fragen wird. Wenn ihr ein Schiff wollt, benötigt ihr eine eigene Urkunde. Diese erhaltet ihr vom Schiffsbauer. Außerdem braucht ihr die Parole, um die Stadt verlassen zu können. Okay, wir können jetzt offenbar noch nicht raus. Mhm. Aber wir können ein Schiff haben, Leute. Ist das nicht großartig? Urkunde? Ihr könnt Urkunden vom Schiffsbauer Gargen kaufen. Parole? Wie ist die Parole? Lang lebe der König. Ihr wisst die Parole nicht. Es tut mir leid. Nur der Schultheiß darf euch die richtige Parole verraten. Na gut, egal. Es geht jetzt eigentlich um den Mord. Ich habe bereits davon gehört. Als ich im Morgengrauen auf Posten ging, fand ich Gilberto wie leblos am Boden liegen. Oh, warte mal. Gilberto, das ist vermutlich die Wache davor gewesen. Wenn ihr wissen möchtet, ob ich etwas bemerkt habe, muss ich das verneinen. Seit ich am Hafen ankam, bin ich keiner Seele begegnet. Okay, Gilberto könnte also ein wichtiger Zeuge sein. Schade, wir können nicht nach Gilberto fragen. Okay, aber vielleicht treffen wir den noch. Oder vielleicht wird er heute Nacht die Wache haben und wir treffen ihn heute Nacht. Erster wichtiger Hinweis. Notiz machen. Warte mal, wir machen mal auf der Seite. Wache Gilberto. Zeuge. Ah, ich kann kein Fragezeichen machen. Nachtwache. Zack. So, habe ich das jetzt bestätigt? Muss man es bestätigen? Nein. Perfekt. Gut. So, interessant. Auf jeden Fall eine erste Spur gefunden. So, wir gehen jetzt alle Häuser ab. Was jetzt hier noch hinzukommt, ihr findet jetzt hier so Schilder mit Straßennamen. Das Knifflige daran ist, es gibt eine eigene Runenschrift in Ultima. Und wenn man, wenn man jetzt Kenner der Reihe ist, dann würde man das jetzt schon lesen können. Habe ich natürlich nicht mehr drauf. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, das bei so unwichtigen Sachen durchzubuchstabieren. Aber ich habe mir jetzt sicherheitshalber, wenn es mal wichtig ist, habe ich mir es ausgedruckt. So. Aber ich sag euch, das ist relativ nah dran. Also zum Beispiel hier auch. Ist nah dran. Man kann das dann irgendwann tatsächlich lernen und man kann das dann tatsächlich auch lesen. Okay, wir gehen hier rein. So, und das sieht doch aus wie eine Kneipe, oder? Das wird eine Schenke sein. Und hier liegt natürlich noch... Oh, hier liegt so viel Leckeres noch auf dem Tisch hier, ne? Brot. Aber wir sind natürlich der Avatar. Oh, schaut mal. Seht ihr das Bier? Mit so einem Bierhelm oder so. Und jetzt nimmt sie das in die Hand. Wo trägt sie das Bier jetzt hin? Räumt sie jetzt auf? Leute, das ist so krass. Diese Frau... Wenn das so ist wie bei Ultima 7, wird irgendwann anfangen, hier auch zu kochen. Und nicht einfach, indem sie sich da hinstellt und irgend so einen Quatsch macht, sondern nein, die nimmt die Gegenstände, legt sie dorthin, macht den Ofen an, da wird dann Feuer sein im Ofen und stellt Dinge her. Und hier im Kessel wird Suppe sein und sowas alles. Das wird alles simuliert in diesem Spiel. So, egal. Hier liegt ein Buch, das ist interessant. Zum ehrlichen Schurken, so heißt diese Taverne. Das könnte noch interessant sein, weil hier finden wir Namen, die hier gastiert haben. Könnte auch für unseren Fall noch relevant sein. Walter aus Britain, Jaffe aus Jana, Atans aus Serpenshold. Okay, all sowas können Spuren Hinweise ergeben. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit der Frau. Du siehst eine üppige und hübsche Frau in den 30ern.
Hm. Wie heißt sie denn? Mein Name ist Apollonia, erwidert sie und fährt mit der Zunge über ihre Lippen. Oh, wow. Apollonia. Dein Beruf? Nun, ich führe die Herberge zum ehrlichen Schurken, sagt sie säuselnd. Möchtet ihr ein Zimmer? Oder wollt ihr vielleicht etwas speisen oder trinken? Ein Wort genügt und ich werde euch mit meinen Delikatessen verwöhnen. Okay, es war jetzt eine absichtliche Pause hier. Ich musste weiterklicken. Es ist offensichtlich, dass sie mit dir flirtet. Wir können zurückflirten. Okay, machen wir mal. Apollonia errötet und klimpert mit den Wimpern. Aber, Waldur, ich wette, ihr erzählt das allen Kellnerinnen. Nur den Hübschen. Was ist denn hier im ehrlichen Schurken los? Ich kenne Trinsik keinen besseren Ort, um sich auszuruhen oder den Hunger mit kleinen Köstlichkeiten zu stillen. Okay, wir fragen mal ein bisschen. Speisen. Ah, wir haben Fleisch, Fisch und Kuchen vom Feinsten. Unsere Spezialität ist das Silberblattmahl. Wenn wir etwas bestellen möchtet, dann sagt mir bitte Bescheid. Okay, was ist denn Silberblattmahl? Welch eine Köstlichkeit. Es ist die leckerste Delikatesse, die ihr jemals essen werdet. Es ist jedes einzelne Goldstück wert. Okay, aber bestellen können wir es wohl doch nicht. Getränke? Ich kann euch Met, Wein und Ale anbieten. Na gut. Ah, nee, hier, kaufen. Was hättet ihr gerne? Ah, krass. Tatsächlich, wir können Hammelbrot, Met, Flunder, Silberblatt, Kuchen, Wein und Ale kaufen. Okay, warte mal. Silberblatt? Also jetzt bin ich schon wirklich gespannt. Was ist ein Silberblatt, bitte? Leute, wir hauen jetzt das Geld einfach mal raus. Silberblatt kostet euch 30 Gold für eine Portion. Wie bitte? Das ist eine halbe Kutsche. Nein. Wir haben nur 29. Darf es sonst noch was sein? Das sind Drogen. Nee, lassen wir mal. Wie ist mit den Zimmern hier? Unsere Zimmer sind erschwinglich. Pro Nacht nur 6 Gold pro Person. Möchtet ihr ein Zimmer? Nein, danke. An einem anderen Abend vielleicht. Genau. Wobei, das könnte natürlich noch interessant sein, wenn wir hier übernachten. Mit ihr. Na, mal sehen. So, aber jetzt zum Eigentlichen, zum Mord. Apollonia verzieht ihr Gesicht und schüttelt den Kopf, als hätte sie gerade in eine saure Zitrone gebissen. Das war geradezu abscheulich. Wie kann jemand nur derart schreckliche Dinge tun? Sucht ihr nach Hinweisen? Ich hoffe sehr, dass ihr den Verantwortlichen finden werdet. Ja, okay. Aber keine Hinweise von ihr. Lebt wohl. Schade drum. Apollonia wirft dir einen Handkuss zu. Kommt bald wieder. Ja, machen wir. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Warte mal, wir gucken mal, was sie jetzt macht. Jetzt holt sie da irgendwas raus? Also läuft ein bisschen. Jetzt geht sie zum Herd. Schaut mal, jetzt stellt sie da. Sie hat da eine Schüssel rausgenommen. Jetzt stellt sie da. Seht ihr? Das war eine Pfanne oder ein Topf. Hat sie kurz auf den Herd gestellt. Kostet vom Wein. Was? Was macht sie jetzt? Na gut, vielleicht merkt sie, dass wir immer noch da sind. Okay, sie nimmt die Flasche weg. Auch abgefahren. Na gut. Leute, hier kann man ja stundenlang den NPCs zuschauen. Kann man den Hund streicheln? Gute Frage. Versuchen wir es mal. Man kann den Hund streicheln. You can pet the dog. Braver Hund. Okay, liebe Leute. Wir machen uns weiter an die Arbeit. Nur mal so, um ein Gefühl zu bekommen. Wir sind, glaube ich, hier. Hier ungefähr. Ich glaube, hier sind wir. Das ist die Stadt. Keine Ahnung, wie viele Häuser die jetzt hat. So, was ist das? Saal der Gemeinschaft. Schaut mal, komischerweise manches in der normalen Schrift. Ich weiß nicht warum. Was ist das hier für eine Straße? Die Allee der Gemeinschaft. Es könnte vielleicht auch so Modernisten gegen so alte Tradition sein. Wir werden sehen. Hier sind so bunte Glasfenster. Ah, schaut mal, das ist so eine Art Kirche. Okay, was haben wir hier?
Wir haben hier die Unterkunft, wahrscheinlich von dem Typen hier. Ist seine Frau drin? Seine Frau? Leben die Zölibateur? Zölibateur? Oh Gott. Was passiert jetzt? Seid mir gegrüßt. Naja. Hier unten essen die. Okay, und... Na, wir sprechen erstmal mit ihm, würde ich sagen. So, oh mein Gott. Wie sieht er denn aus? In Purpur gekleidet. Dieser Mann strahlt Güte und Wärme aus. Ah, Avatar. Ich habe euch sofort erkannt. Ich habe von eurer Ankunft gehört. Es spricht sich hier alles schnell herum. Mein Name ist Clock. Clock ist gleich irgendwie so ein bisschen verdächtig, oder? Gleich so ein Unsympath. Ich weiß nicht warum. Ich bin der Superior der Gemeinschaft Intrinsic. Ich arbeite hier zusammen mit meiner Frau Ellen. Ja, okay, vielleicht sollten wir keine Vorurteile hier pflegen. Okay. Ellen. Ellen ist meine Frau und führt die Bücher unserer Niederlassung. Gut, die Gemeinschaft hier. Die Gemeinschaft versammelt sich in ihrer Niederlassung hier Intrinsic jeden Abend um 9 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen, der Versammlung beizuwohnen. Okay, das sollten wir vielleicht tun. Das Problem ist, woher wissen wir, wie spät es ist? Die Gemeinschaft ist eine Gesellschaft spirituell Suchender, die danach strebt, die höchsten Ebenen des menschlichen Potenzials zu erschließen und diese Philosophie uneingeschränkt mit allen Menschen zu teilen. Die Gemeinschaft wurde vor 20 Jahren von Becklin mit der vollen Zustimmung und Unterstützung von Lord British gegründet. Aber wartet mal, das ist ein neuer Kult, den wir noch nicht kennen. Oh, krass. Aha, was ist das für eine Philosophie? Die Gemeinschaft folgt der Philosophie der sanguinen Erkenntnis. Eine Art selbstbewusst seinem Leben Ordnung zu verschaffen. Und zwar durch die Triade der inneren Stärke. Diese Triade besteht aus drei einfachen Prinzipien, die einem ermöglichen, kreativer, zufriedener und erfolgreicher im Leben zu sein. Sie lauten: Streben nach Einigkeit, vertraue deinem Nächsten und dem Würdigen wird Belohnung zuteil. Streben nach Einigkeit heißt im Grunde genommen, dass man zusammenarbeiten und kooperieren sollte. Vertraue deinem Nächsten heißt, dass wir alle gleich sind und dass wir einander nicht fürchten oder hassen sollten. Dem Würdigen wird Belohnung zuteil bedeutet, dass man sich würdig erweisen muss, um seine Wünsche im Leben erfüllen zu können. Klingt alles ein bisschen suspekt, oder? Wollt ihr beitreten? Was? Hallo? ja, immer ein bisschen kurz. Ein bisschen nicht so schnell hier. Nein, erstmal noch nicht. Oh, nun gut, vielleicht wird eine Zeit kommen, in der auch euch Erleuchtung zuteil wird. Okay, wir reden mal über den Mord mit ihm. Nun, überlegt der Mann nachdenklich, ich war die ganze Nacht zu Hause und meine Frau Ellen kann das bestätigen. Aber wie wir immer in der Gemeinschaft sagen, nur dem Würdigen wird Belohnung zuteil. Christopher wird wohl etwas Böses angestellt haben und der arme Gargoyle Inamo, es ist schon alles ein Jammer. Aha, was weißt du denn über Christopher? Ich denke, vorhin wurde gesagt, alle haben ihn gemocht, er hatte keine Feinde. Christopher war ein geschätztes Mitglied der Gemeinschaft und das schon seit einiger Zeit. Leider hatten wir letzte Woche einen kleinen Streit. Jetzt wird's interessant. Streit. Christopher hat letzte Woche seinen Austritt aus der Gemeinschaft angekündigt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, wir haben versucht, mit ihm zu reden und ihn vielleicht umzustimmen. Aber er hat meine Kameraden und mich grundlos beschimpft. Okay, es ist fast zu deutlich jetzt, ne? Motiv ist vielleicht schon da.
Kameraden nennt sich, okay, die anderen Gemeinschaften nennen sich Kameraden. Sie sind zu unserem Hauptsitz nach Britain gegangen, um Gemeinschaftsgelder zu überbringen. Ihre Namen sind Elizabeth und Abraham. Okay, müsste man sich jetzt alles aufschreiben? Inamo, was ist mit dem Gargoyle? Ich kannte diesen Gargoyle nicht. Es hört sich alles an, als wäre er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Welch ein Jammer. Ja, okay. Erster Verdächtiger, würde ich mal sagen. Lasst mich wissen, wenn ich euch wieder behilflich sein kann, weil du... Ja, ja, ja. So, jetzt frage ich mich, können wir zum Beispiel hier reingucken? Oh Gott, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe da irgendwas mitgenommen. Scheiße. Klauen ist in diesem Spiel ein Problem. Habe ich jetzt irgendwas geklaut? Irgendwas lag da. Ich konnte es nicht genau erkennen. Man sollte immer erst mit einem Klick auf irgendwas klicken. Dann wird nämlich angezeigt, was es ist. Keine Ahnung, wo das jetzt hin ist. Hier ist ein Buch. Das ist schon mal interessant. Können wir da ein bisschen... Das Buch der Gemeinschaft. Warte mal, kann man hier blättern? Ja. Es ist auch nicht so viel. Guten Morgen, verehrter Freund und Reisender. Wundert euch nicht über meine Anrede, denn es ist nicht wichtig, zu welcher Tageszeit ihr dieses Büchlein zur Hand nehmt. Ich sage guten Morgen, weil in diesem Moment ein neuer Tag für euch beginnt und die Morgenröte der Erleuchtung am Horizont eures Lebens heraufzieht. Es ist auch nicht von Bedeutung, ob ihr eure Heimat jemals verlassen habt oder sie vielleicht niemals verlassen werdet. Ich nenne euch einen Reisenden, weil ihr im Begriff seid, in ein neues Land zu reisen und so weiter und so fort. Ah, ja, ja, wir befragen gleich die Frau. Machen wir gleich. Ich will erstmal hier gucken, was hier noch rumliegt. Aha, das sind, glaube ich, Perlen oder sowas. Goldring. Okay, kann man vielleicht spenden hier. Aber wir fassen mal nichts an. Es ist auch so, dass wir als Avatar sind absolut tugendhaft. Es ist hier... Und die Gefährten nehmen einem das super übel, wenn man jetzt klaut oder so. Da gibt es zwar ein paar Tricks, das zu umgehen. Aber das wird auf jeden Fall geahndet. Das ist nicht so einfach. Hier ist Gold. 100 Goldmützen. Meine Güte. So, wir reden mal mit der Frau. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist jetzt die Frau und steht sie? Ah, hier in der Ecke, ne? Vor dir steht eine sehr freundliche Frau. Es macht mich sehr stolz, den Avatar kennenzulernen, sagt sie strahlend. Tür zu machen? Hier ist nur ein Vorhang, hier gibt es keine Tür. Okay. Ich bin Alan. Ich führe die Bücher für die Gemeinschaft hier. Ich arbeite gemeinsam mit meinem Ehemann Clock. Ja, erzähl du mir über die Gemeinschaft. Der Priester lauscht, ja, so sieht's aus. Nun, ihr könntet ihre Philosophie eine Weltanschauung der Zuversicht nennen. Wir haben hier in der Niederlassung jeden Abend eine Versammlung. Wir müssen echt mal zu dieser Versammlung gehen. Erzähl mir was über die Weltanschauung. Die Gemeinschaft folgt der Philosophie der sanguinen Erkenntnis. Okay, das ist dasselbe. Ja, das ist, glaube ich, dieselbe Rede. Gut, wollt ihr aber eintreten? Sie fragt uns auch. Niederlassung. Die Gemeinschaft hat überall in Britannia Niederlassung. Es ist eine weit verbreitete Vereinigung. Okay, sie ist schon sehr erfolgreich. Erzählt mir was über euren Mann hier. Mein Gatte ist ein hervorragender Superior. Er inspiriert alle anderen Mitglieder hier intrinsik. Mhm, okay. So, jetzt Mord. Ist das nicht schrecklich? Natürlich waren mein Mann und ich die ganze Nacht zu Hause. Ja, natürlich. Lebt wohl. Okay, gut, interessant. Vielleicht sollten wir uns auch mit Iolo mal unterhalten. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Hier liegt noch das Gemeinschaftsmedaillon. So sieht das aus. Es ist übrigens alles jetzt hier beweglich, ne? Also ich kann alles manipulieren. Absolut crazy. So, gut. Soweit dazu. Ich denke, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir merken uns jetzt... Ach, mein armer Rücken. Jetzt jammert sie auch noch rum. Ich denke, wir merken uns mal, die Häuser haben wir. Wir gehen mal hier in den Norden. Gucken mal, was hier los ist. Ach, das könnte der Bootsbauer sein. Du siehst einen alten Seemann, der nach Tabak stinkt. Ich bin Gargan. Ja, von dem war schon die Rede. Er schnieft laut.
Beruf. Ich bin der hiesige Schiffsbauer. Wenn ihr etwas über ein Schiff oder einen Sextanten wissen wollt, dann sagt ruhig Bescheid. Gargan hustet. Ja, erzähl mir was über ein Schiff. Wollt ihr ein Schiff kaufen? Fragt der alte Mann grinsend. Anscheinend hat er nicht viele Schiffe in letzter Zeit verkauft. Meine Schiffe sind stabil und von guter Qualität. Sie sind zwar nicht von Owen gebaut, doch es sind feine Schiffe. Doch zuerst müsst ihr eine Schiffsurkunde kaufen. Gargan wischt sich seine Schnoddernase am Ärmel ab. Schiffsurkunde. Ich kann euch die Schiffsurkunde für die Seeschlange verkaufen. Sie kostet 600 Gold. Was? Oh mein Gott. Krass. Ich bin mal gespannt, womit man hier Geld verdienen kann. Falls wir das überhaupt noch erleben werden. Nein. Hoffen wir eben auf ein nächstes Mal. Die Kutsche war 60? Boah, sagt der Seemann sichtlich enttäuscht. Er niest. Was mit dem Sextanten? Ich verkaufe Sextanten für 80 Goldstücke. Wollt ihr einen? Gargan räuspert sich. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, weil wenn wir Sextanten haben, dann können wir sehen auf der Karte, wo wir uns befinden. Vorher sehen wir das meines Erachtens nicht. Owen. Ihr habt noch nie von Owen gehört? Der beste Schiffsbauer im ganzen Land. Er wohnt in Minok. Gargan hustet kräftig. Mensch, seid ihr in Ordnung? Jolo mischt sich mal ein. Gargan hustet und keucht, zündet sich jedoch eine Pfeife an. Er inhaliert und löst damit einen langen Hustenanfall aus. Dann endlich fängt er sich wieder. Mir ging's noch nie besser. Mord ist natürlich jetzt interessant. Davon habe ich gehört. Schrecklich, was da passiert ist. Leider habe ich weder etwas gesehen noch gehört. Gargan hustet, räuspert sich gewaltig und spuckt aus. Na gut, der Seemann möchte ein paar Worte zum Abschied sagen, doch ein schwerer Hustenanfall hindert ihn daran. Also ich glaube, das macht der Sextant. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wenn wir hier auf die Karte gehen, würde jetzt, glaube ich, ein Symbol hier auftauchen, wo wir uns befinden. Was auch eine coole Mechanik ist, ne? So, kann es sein, schaut mal, diese ganzen Urkunden, die liegen hier auf dem Tisch, glaube ich. Dieser alte Kahn von Owen. Ja gut. Wir wollen uns jetzt nicht zu sehr in die Details vertiefen. Faszinierend ist es allemal. Ah, schaut mal. Vier Dietriche hat er auch dabei. Auch nicht schlecht. Okay. Da haben wir jetzt erstmal nichts erfahren. Schauen wir mal hier weiter. Wir wissen nicht. Hier ist eine Truhe mit Geld. Und Schuhe, Stiefel. Wir wissen nicht, wer da wohnt. Eine Keule liegt auf dem Tisch. Möglicherweise war das die Hütte von dem Toten. Weil, warum denke ich das? Weil da auch ein Hufeisen liegt. Könnte sein, oder? Wir wissen es nicht. So. Und eine Zange, genau. Okay, ich würde sagen, wir bleiben mal erst. Wir gehen jetzt erstmal streng nördlich. Wir versuchen mal, jedes Haus hier zu erwischen. Miau, was haben wir hier? Das sieht ja irgendwie sehr rustikal aus. Okay, da liegt eine Lady im Bett. Das ist eine Künstlerin. Können wir sie wecken? Eine Bäuerin. Eine Bäuerin, die malt. Oh mein Gott! Hinfort mit euch! Wir haben sie geweckt! Und sie ist sauer. Du erblickst eine strahlend junge Frau. Warum schläft die tagsüber? Ich glaube, sie ist so ein bisschen individuell hier. Sie bis tief in die Nacht malt sie und zeichnet und so. Wie heißt sie denn? Meine Eltern gaben mir den Namen Caroline, sagt sie stolz. Und Beruf? Ich habe keinen eigentlichen Beruf. Man könnte sagen, dass ich mein Leben der Gemeinschaft gewidmet habe. Ich hoffe, dass ich viele neue Mitglieder für die Gemeinschaft gewinnen kann. Okay, sie ist auch in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist eine Gruppe, die in den letzten Jahren bei den Menschen in Britannia immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Während sie oberflächlich betrachtet einfach nur als eine geistige Bruderschaft erscheinen mag, die ihre besondere Philosophie studiert, haben ihre Lehren die Macht, die Form der britannischen Gesellschaft für immer zu verändern. Ihre Zeremonien sind zutiefst bewegende Erfahrungen. Leute, wir müssen unbedingt 21 Uhr so eine Zeremonie miterleben.
Aha. Philosophie. Okay, das ist dann immer dasselbe. Mhm, alles klar. Ich will nicht beitreten. Gut, ich merke mir jetzt mal, Philosophie, da kommt dann immer das. Kulturkreis. Wir versammeln uns jeden Abend um 9 Uhr im Saal der Gemeinschaft. Ihr seid herzlich eingeladen. So, Mord. Sie sieht betroffen aus. Es ist schrecklich. Christopher war so ein netter Mann. Wusstet ihr, dass er eines unserer Mitglieder war? Ich kann... Ja, nicht ganz. Er wollte austreten, liebe Caroline. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist. Mitglieder? Damit meine ich Mitglieder der Gemeinschaft. Sie sagt interessanterweise nicht Kameraden. Wir treffen uns jeden Abend im Saal. Ihr sollt uns besuchen kommen. Ja, haben wir verstanden. Okay, gut. Aber keine neuen Informationen, nur ein bisschen mehr noch über die Gemeinschaft gelernt. So. Wir gehen mal hier in die nächsten Hütten rein. Was? Ist die Tür zugeschlossen? Nee. Okay, gibt es hier irgendwas Auffälliges? Ich würde sagen, nein. Außer, dass hier ein Dolch auf dem Tisch liegt. Aber das muss ja nichts heißen. Hier ein Parierdolch. Das wäre zum Beispiel jetzt natürlich, wir haben im Moment nur ein Dolch. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das in Erinnerung, dass es halt sehr hart ist hier mit Diebstahl. Man könnte es mal ausprobieren. Ich meine, hier liegen nette Sachen. Haube, Sumpfstiefel. Nur so mal rein spielmechanikmäßig. Ich mach mal einen Spielstand. Ich würde jetzt rollenspielerisch nicht stehlen, weil der Avatar ist einfach ein Tugendbold schlechthin. Aber ich will mal testen, was passiert, wenn wir das jetzt einfach ins Inventar stecken. Okay, im Moment passiert gar nichts. Okay, also unser Begleiter hat kein Problem damit. Ich spreche mal ganz kurz an. Ja, mein Freund. Sagt er auch nichts. Na gut. Ja, dann behalten wir das erstmal. Die Katze hat es gesehen, ja. Mietz, Mietz, Mietz. Pass mal auf, dann legen wir das mal an. Warte mal, wir haben eine Haube. der Parierdolch ist eine Verbesserung. Ah, wir könnten beidhändig kämpfen. Machen wir mal. Und Sumpfstiefel, sind die besser als unsere Stiefel? Keine Ahnung. Vielleicht im Sumpf besser, ne? Man weiß es nicht. Statistiken gibt es hier nur so halb. Es gibt hier tatsächlich... Vielleicht sage ich jetzt mal kurz an dieser Stelle was zu dem sehr minimalistischen System, was dahinter steht. Es gibt drei... Ich habe mir das nochmal kurz aus der Anleitung rausgezogen. Es gibt drei Hauptattribute, die bis 30 gesteigert werden können. Stärke, Geschick, Intelligenz. Stärke bestimmt, wie viel man tragen kann. Dann, ob es einen Schadensbonus gibt. Bei bestimmten Waffen gibt es auf Stärke einen Schadensbonus. Und bestimmt die Zahl der Trefferpunkte. Geschick bestimmt, wie schnell man ist, also wie schnell man weglaufen kann und auf der Karte unterwegs ist. Wie gut man Schlösser knacken kann und der Combat Skill, der Kampfskill wird dadurch irgendwie definiert. Intelligenz bestimmt, wie gut man in der Magie ist, denn es gibt auch ein Magiesystem. So, das ist Intelligenz. Dann gibt es die so Sekundärattribute. Kampf ist, glaube ich, wie gut oder schlecht man getroffen wird. Oder wie man selber trifft, da bin ich mir hundertprozentig klar. Zauber bedeutet die maximale Zahl von Mana-Punkten, die man haben kann. Trefferpunkte sind einfach Hitpoints. Wenn man 0 ist, ist man dann ohnmächtig. Mana ist die aktuelle Zahl der Mana-Punkte. Dann kriegt man Erfahrung, ganz normal. Das ist unsere aktuelle Stufe. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Erfahrung man braucht für die nächsten Stufen. Steht hier nicht. Und dann gibt es, so habe ich das System jetzt verstanden, mit jeder Stufe Ausbildungspunkte. Das heißt, mit dem Stufenausstieg bekommt man zwar mehr Hitpoints, aber man braucht erstmal Lehrer in der Welt, die dann diese 5 Attribute steigern oder vielleicht auch nur die ersten 3.
Das heißt, wenn man Ausbildungspunkte hat, muss man zu diesen Lehrern gehen, die muss man dann bezahlen und dann kann man den Wert entsprechend stärken und sich so spezialisieren. Das ist das System. Ihr merkt, dass die Philosophie des Spiels ist komplett anders als bei vielen Rollenspielen dieser Art später. Es geht nicht um komplizierte Regeln, es geht darum, eine möglichst immersive, authentische Welt irgendwie herzustellen. Regeln sollen, soweit es geht, im Hintergrund sein. Hier kann man übrigens die Kampfautomatik definieren. Entweder, ob man manuell kämpft oder ihn auf eine bestimmte Art automatisch kämpfen lässt. Da gibt es ein paar komplexe Einstellungen. Wir stellen mal ein, dass immer der schwächste Gegner angegriffen werden muss. Das können wir dann bei ihm auch einstellen mit seiner Armbrust. Man könnte hier noch einstellen, dass Charaktere beschützt werden und all sowas. Ist ganz interessant. Aber das nur so am Rande. So. Gut. Jetzt habe ich geklaut. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen. Sonst hätte ich natürlich einen Spielstand laden müssen. Aber wir machen weiter mit unseren Untersuchungen. Wir gehen immer erstmal nordwärts. Okay, hier sind wir schon bei einem anderen Tor. Mal gucken, ob die Wache jetzt auch irgendwie spezifisch ist. Oh, tatsächlich. Du siehst eine furchteinflößende Wache. Der Mann nimmt seinen Beruf oft nicht sehr ernst. So, mein Name ist unwichtig. Okay, er ist nicht sehr spezifisch. Ich halte Verbrecher und Betrüger aus Trinsic fern und schreibe alle Leute auf, die Trinsic verlassen. Ihr könnt Trinsic nur verlassen, wenn ihr eine Parole habt. Gut, da ist also nichts zu erfahren. Alles klar. Ich weiß nicht, man könnte sicherheitshalber jetzt hier nochmal den Bereich abgehen. Aber da kommen wir... Okay, hier ist also nichts. Das ist das Nordtor. Gut. So weit, so gut. Dann machen wir jetzt hier weiter. Der Brunnen ist ja auch irgendwie interessant, ne? Kann man da runter? Okay, das geht nicht. Doppelklick. Krass. Yeah. Wo ist der Eimer Wasser jetzt hin? Haben wir den im Rucksack? Ja, tatsächlich. Okay, Leute, wir haben Eimer Wasser. Großartig. Was auch immer wir damit anfangen wollen. Aber es ist so toll. So. Der Avatar ist tugendhaft, seine Gefährten allerdings. Genau, Schwab halt. Das war nämlich die Art und Weise, wie man die Gefährten austricksen konnte. Man konnte wohl das Inventar der Gefährten öffnen und dann die Sachen klauen. Dann haben die auch nicht rumgemosert. Naja. So, was ist hier los? Okay, normale Bude. Oh, schaut mal, hier ist aber viel an Ausrüstung da. Sehr interessant. Ein schöner Rucksack und so. Strike Commander von Gilberto. Hä? Strike Commander war das Spiel, was da in Entwicklung war. Ich glaube, seit 93 ist es dann rausgekommen. Dieser Welt enthält die fantasievolle Geschichte eines Mannes und seiner Kameraden, denen es gelingt, sich Zutritt zu einer fliegenden Kiste zu verschaffen. Ja, sehr geil. Das war eine Flugsimulation. Er nutzt seine Fähigkeiten, um Attentäter und tyrannische Monarchen zu bekämpfen, die Berufssoldaten angeworben haben, die ihre eigenen fliegenden Kisten gebrauchen. Oh mein Gott. Das ist ja echt gut. Okay, hier wieder ein bisschen Gold. Aha, schönes Zeug. Aber wir lassen es mal hier. Ja, es gibt ein Magiesystem. Dazu brauchen wir aber ein Zauberbuch. Das haben wir aber nicht. Und das Kampfsystem ist wahrscheinlich das... Oh. Wen haben wir denn hier? Ein Kind. Das Kampfsystem ist vermutlich das Problematischste an diesem Spiel. Können wir mit dem Papageien sprechen? Aber erstmal mit dem Kind sprechen. Läuft aber hier nervig rum. Du siehst einen jungen Knaben. Er ist verwahrlost und schmutzig. Er sieht verweint aus, doch er sitzt aufrecht und scheint recht aufgeweckt. Wer seid ihr und was wollt ihr? Du bemerkst eine Schleuder in seiner Hand. Du schaust den Jungen offen an und stellst dich vor. Ich bin der Avatar. Ha! Wenn ihr der Avatar seid, bin ich der König von Britannia. Kleiner, das ist wirklich der Avatar. Ich gebe dir mein Wort. Er ist gekommen, um uns zu helfen. Der Junge verengt seine Augen und mustert dich von Kopf bis Fuß. Zögernd senkt er seine Waffe, dennoch jederzeit zum Angriff bereit. Du bewunderst seine offensichtliche Vorsicht im Umgang mit Fremden.
Ihr starrt euch an. Er ist noch unsicher. Dann endlich nickt er. In Ordnung. Ich glaube euch. Ich habe Bilder gesehen, denen ihr ähnlich seid. Bitte verzeiht mein Misstrauen, my Lord. So, man nennt mich seit jeher Spark. Okay. Ich arbeite noch nicht, weil ich erst 14 bin. Aber ich lerne schon, wie ich Vater in der Schmiede helfen kann. Oh nein, das ist der Sohn, sagt er stolz. Plötzlich kommt ihm etwas Schreckliches zu Bewusstsein. Doch Vaters Tod hat mich nun zur Waise gemacht. Oh mein Gott. Vater. Vater war der Hufschmied. Ich kann es einfach nicht fassen, dass er ermordet wurde. Soweit ich weiß, hatte er keine Feinde. Es sei denn, dass die Gemeinschaft dahinter steckt. Es ist alles ziemlich eindeutig, so ein bisschen in die Richtung der Gemeinschaft, ne? Ich kann nicht richtig glauben, dass es die Gemeinschaft ist, weil es so offensichtlich ist. Die Gemeinschaft? Nun, sie haben Vater bedrängt, beizutreten. Oh ja, sie haben uns auch schon bedrängt, beizutreten. Ich nehme an, sie vollbringen viele gute Dinge, denn viele Leute mögen die Gemeinschaft. Vater ist schließlich beigetreten, nachdem er in Britain eine ihrer Prüfungen bestanden hat. Ach, man muss auch noch Prüfungen bestehen? Wisst ihr was? Vielleicht muss man sich auch in die Gemeinschaft einschleusen. Vielleicht muss man deren Prüfung bestehen, um dann irgendwie an ihre Machenschaften zu kommen. Das könnte auch sein, oder? Krass. Prüfung? Ich habe nie eine abgelegt und weiß daher überhaupt nichts. Vielleicht solltet ihr den Leiter der Niederlassung befragen. Sein Name ist Clock. Clock? Er ist der Vorsteher der Niederlassung der Gemeinschaft hier in Trinsic. Vater und Clock hatten vor etwa einer Woche eine Auseinandersetzung, als Clock und zwei seiner Freunde hierher kamen, um mit Vater zu sprechen. So, das ist interessant. Das deckt sich im Moment die Aussagen. Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, worum es ging. Danach müsst ihr Clock fragen. Freunde? Ich kann mich nicht an ihr Aussehen erinnern, sie waren mir aber nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich waren es andere Mitglieder der Gemeinschaft. Okay, Niederlassung. Die Gemeinschaft hat überall in Britannia Niederlassungen, ja? Weise. Meine Mutter starb vor langer Zeit. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Schmied? Vater war der beste Hufschmied in Britannia. Unsere Kundschaft kam von nah und fern, um seinen Dienst in Anspruch zu nehmen. So, wie hat er den Mord mitbekommen? Ich kann Vaters Tod noch nicht fassen. Und auch Inamo, der Ärmste. Es hört sich sonderbar an, doch ich habe letzte Nacht davon geträumt. Oha, jetzt wird's wild. Es war der reinste Albtraum. Darin hörte ich Vater schreien. Und ich bin davon aufgewacht. Ich habe mich im ganzen Haus umgesehen, denn er war nicht in seinem Bett. Okay, hier lebt er also. Weil ich hellwach war, logisch, habe ich mich auf die Suche nach ihm begeben. Oh, Augenzeuge möglicherweise. Suche? Nein, ich habe ihn nicht gefunden, jedenfalls nicht sofort. Doch ich habe eine Beobachtung gemacht. Was denn für eine? Ich war vor den Ställen, als ich einen Mann und einen flügellosen Gargoyle hinter dem Gebäude weglaufen sah. Sie rannten in Richtung Hafen. Dann bin ich in den Stall gegangen und habe Vater gefunden. Oh mein Gott, er hat seinen Vater auch noch so gesehen, das ist ja schrecklich. Okay, wir wissen, es waren zwei. Also okay, das ist jetzt ein Hardcore-Hinweis. Ein Mann und sein flügelloser Gargoyle in Richtung Hafen. Das heißt, wir müssen am Hafen ermitteln. Wichtig. Weist aber jetzt noch nichts auf die Gemeinschaft hin. Seine Stimme stockt und er beginnt zu schluchzen. Okay, kannst du den Mann irgendwie beschreiben? Genau, die Wache muss was mitbekommen haben. Die Wache, die ohnmächtig geworden ist. Ich konnte erkennen, dass er am rechten Arm als Hand nur einen Haken hatte. Okay, sehr eindeutiges Zeichen. Haken? Die Sache hat einen Haken. Werdet ihr nach dem Mann mit dem Haken suchen? Lasst mich dabei helfen, bittet der Junge. Seine Tränen versiegen und sein Gesicht nimmt einen entschlossenen und eindringlichen Ausdruck an. Nehmt mich bitte mit. Ich muss Vaters Tod rächen. Wenn ihr mich nicht freiwillig mitnehmt, laufe ich euch eben hinterher. Ach du Scheiße. Der Junge ist richtig aufgeregt. Ich bin ein Meister mit der Schleuder. Mit fast jedem Schuss treffe ich. Und ich bin klein und esse nicht viel. Bitte nehmt mich mit. My Lord, es ist keine gute Idee, ein Kind mitzunehmen, flüstert die Iolo zu.
Plötzlich schießt Spark mit seiner Schleuder und trifft eine kleine Fliege, die über Iolos Kopf schwirrte. Iolo schreit und springt fluchend umher. Du lachst ihn aus, als er sich sicherheitshalber mit den Fingern durchs Haar streift. Ich habe euch doch gesagt, dass ich gut bin. Darf ich mich euch nun anschließen? Ja, oder? Klar, so einen können wir gebrauchen. Ja, natürlich machen wir das. Ja. Hurra! Der Junge hüpft vor Freude. Schaut mal, er weint nicht mehr, er lacht jetzt. Wie cool. Okay, wir reden aber weiter mit ihm. Er ist jetzt Teil der Gruppe. Erzähl mir was über den Gargoyle. Ich könnte ihn nicht wiedererkennen. Ich kann einen Gargoyle nicht von anderen unterscheiden, außer dass dieser keine Flügel hatte. Sehr merkwürdig. Albtraum. Ich weiß, es hört sich einfältig an. Ich träumte von einem riesigen, rotgesichtigen Mann, der auf alles niederblickte. Oh mein Gott, das ist der Guardian. Das ist der, den wir am Beginn gesehen hat. Der Junge hat Visionen vom Guardian. Der ist wichtig, der Junge. Und dabei bemerkte er Vater. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Okay, also in dieser, die Geschichte ist was Größeres. Der Guardian steckt dahinter. Inamo. Er war ein sehr netter Gargoyle. Er hat Vater viel geholfen und hat in den Ställen gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb ihn jemand umbringen würde. Okay, lebt wohl. Aber er kommt ja jetzt mit. Wir müssen bloß noch mit den Papageien reden, oder? Ich weiß wo. Wie, was? Wo der Schatz ist? Was für ein Schatz? Papagei hübsch? Hässlicher Vogel, sagt Iolo. Hässlicher Junge. Was? Hey! Was? Warte mal. Ich weiß, wo der... Können wir den Papageien mit in den Rucksack nehmen? Warte mal kurz. Jawohl. Okay. Kann er uns da noch nützlich sein? Warte mal, den können wir jetzt überall hinstellen. Wir nehmen den mal mit. Ich meinte, der krächzt, der Schatz ist... Okay, warte mal, der kommt mit oder was? Vielleicht, es könnte sein, dass er uns dann erzählt, wenn wir am Schatz sind, wo der Schatz ist, oder? Wie? Ah, ich dachte, Iolo kommt nicht mit. So, warte mal kurz. Was kann denn der Junge so? Oh, der hat keine Hose an. Was hat er denn da? Spark? Der hat eine Wurst und Weintrauben. Er soll auch mal auf den Schwächsten feuern. Schöne Lederrüstung hat er dabei, aber schon kräftig gebaut, der junge Mann. Okay, Lederrüstung haben wir alle. Sehr geschickt. Stufe 1, aber 3 Ausbildungspunkte. Die Werte haben von ihm uns noch gar nicht angeschaut. Er kann nicht zaubern, hat aber eine Intelligenz. Hoch. Was eine Maschine, ja. So, Leute, hier unten haben wir gesehen. Ach, schaut mal, die Wolken hier hinüberziehen. Hier war irgendwie so eine Art Waffenhändler oder sowas. Mit seiner Frau. Du siehst einen kräftigen, doch scheinbar gelangweilten Krieger. Ich bin der Ausbilder Markus. Ah. Beruf. Ich bin der Ausbilder hier in Trinsig, sagt der Barsch. Wenn ihr eure Tauglichkeit für den Kampf verbessern wollt, dann kann ich euch helfen. Okay, da wissen wir schon, wo wir hingehen müssen. Wie läuft denn das? Ausbilden. Die Ausbildung kostet 20 Goldstücke. Sicherlich zu teuer, stimmt's? Ja, warte mal. Sagen wir jetzt ja, zu teuer oder ja, wir wollen die Ausbildung? Ich sag mal nein. Oh doch, es ist richtig gewesen. Oh mein Gott, ich habe das Spiel unterschätzt. Wer von euch wünscht, Unterricht zu nehmen? Nee, erstmal niemand. Ich will mein Geld erstmal noch aufbewahren. Aber cool. Ah, cool. Trinsig. Er zuckt die Schultern. Ja, die Stadt geht so.
erschneuzt. Mord. Ich habe davon gehört, doch ich versichere euch, dass ich keine Einzelheiten weiß. Markus gähnt. Na gut, wir kommen vielleicht hier mal wieder. Lebet wohl. Der Krieger verneigt sich. Frau? Seid gerührt. Ach, hier ist Caroline jetzt. Seht ihr? Die bewegen sich, die haben einen Tagesablauf. Was macht denn Caroline hier schon wieder? Können wir sie aber jetzt nicht fragen. Na gut. Okay, wir gehen weiter systematisch vor. Ja, wichtig ist jetzt nochmal den Schultheiß zu sprechen, weil der muss uns die Parole verraten. Da waren wir schon. Hier ist dann auch schon zu Ende. Das ist, glaube ich, hier Caroline unten. Das kennen wir. Okay, dann gucken wir uns mal dieses Haus an. Hier ist so ein großer Park in der Mitte. Naja, was auch immer das heißen mag. Es könnte sein, dass hier der Bürgermeister lebt, könnte ich mir vorstellen. Schultheiß. Wen haben wir denn hier? Du erblickst einen ernsten Ladenbesitzer, der aussieht, als wäre er einmal ein stolzer Krieger gewesen. Ihr habt meinen Laden betreten, also kauft ihr besser etwas. Mit wem unterhalte ich mich überhaupt? Mit dem Avatar. Ach wirklich? Ich wusste gar nicht, dass es so viele von eurer Sorte gibt. Nun, wir hatten erst letzte Woche einen Avatar hier. Er hat mich um 20 Goldstücke betrogen. Ist das ein MMO oder was? Der war ganz schön ausgefuchst. Dell mustert dich von oben bis unten. Avatar, was ihr nicht sagt. Ich kann Avatars nicht ausstehen. Nehmt es mir nicht übel. Ich heiße Dell. Was wünscht ihr? Wir fragen ihn immer noch nach seinem Namen. Mein Name ist Dell. Hatte ich das nicht schon gesagt? Sehr gut. Und Dell sieht verärgert rein. Ich verkaufe Waffen, Rüstung und Proviant, wenn ich nicht gerade für die Gemeinschaft tätig bin. Sagt man, ist hier jeder für die Gemeinschaft tätig? Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann verschwindet aus meinem Laden. Erzähl mal was über die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist eine Gesellschaft spirituell Suchender, die nachstrebt, die höchsten Ebenen, das kennen wir auch schon, ja, so viel fragen wir jetzt nicht, kaufen. Aber gerne, my lord, was möchtet ihr zuerst begutachten? Waffen, Rüstung, Proviant. Wir gucken mal. Waffen. Dolch, Streitkolben, Schwert, Streithammer, Zweihänder, Keule, Schleuder, Bogen, Pfeile, Bolzen. Meine Herren, was kostet dann ein schönes Schwert? Ein Schwert kostet euch 50 Gold. Ist der Preis annehmbar? Nein. Darf es sonst noch was sein? Nein. Doch, ich will mal die anderen Sachen immer angucken. Rüstung. Lederhelm, Holzschild, Ledergamaschen, Kettengamaschen, Lederharnisch. Was kosten dann so nette, weiß ich nicht, Kettengamaschen? 70 pro Paar. Nein. Okay, jetzt zum eigentlichen Mord. Ich befürchte, ich weiß nur, was sich die Leute auf der Straße erzählen. Da müsst ihr schon jemand anders fragen. Ihr vergeudet meine Zeit, wenn ihr nichts kauft. Also verschwindet. Iolo flüstert. Angenehmer Geselle, findet ihr nicht? Na gut, lebt wohl. Wenn ihr nächstes Mal kommt, dann seid nicht so geizig. Ja, Hosen für den Jungen. Ja, der Junge braucht Hosen. Aber hier oben war noch irgendwie... Ich weiß bloß nicht, wo die Tür jetzt ist. Das ist ein bisschen Nachteil des Systems. Aber die Tür ist unten. Ich glaube, die Türen sind immer so, dass man sie sehen kann. An den Häusern. Nee, Quatsch. Wo ist denn die Tür da? Hä? Gibt es hier eine Geheimtür? Oder ist die Tür hinter dem Baum? Nee. Wie kommt man denn in den Raum da rein? Aha. Was ist eigentlich in dem Buch hier drin? Rüstungsornamente? Das Ausstatt des Kleines einmal eins der nützlichen Ausrüstungsgegenstände. Das ist ein gut geschütztes Warenlager, ganz offensichtlich, ja. Sehr schön. Okay, wir gehen unten weiter. Durchs Fenster klettern. Ich glaube, ist die Frage, kann man als Charakter durchs Fenster klettern? Wir probieren das mal aus. Streithammer kaufen und Wand einschlagen. Ich glaube, das geht nicht.
Mauer? Nee. Ach, man kann die Fensterläden schließen. Aber man kann nicht reinklettern. Okay, das geht nicht. So weit geht es nicht. Wir gehen weiter. Die Frage ist immer noch, wir haben ja einen Schlüssel bei der Leiche gefunden. Oh, der Fieber klingt langsam. Was ist hier los? Was ist im ersten Stock vom Haus vom Jungen? Ja, da könnte man auch nochmal reingehen. Habt ihr recht. Oh mein Gott, was ist hier? Der Arzt der Gemeinschaft. Du erblickst einen würdevoll aussehenden Mann, der in den Umhang eines Heilers gehüllt ist. Ich heiße Chantu, antwortet er mit einer leichten Verbeugung. Beruf? Ich bin der Heiler von Trinsic. Ich kann heilen, Vergiftung kurieren oder einen eurer Freunde wieder zum Leben erwecken. Selbstverständlich gilt dies auch für euch. Ah, gut zu wissen. Beruf? Achso, ja. Hatten wir ja gerade. Dienste? Ich bin in der Lage zu heilen, Vergiftung zu kurieren und Leute wieder auferstehen zu lassen. Benötigt ihr meine Dienste? Im Moment nicht. Gut, sehr schön. Sehr gut zu wissen. Gemeinschaft. Ah, endlich jemand. Endlich jemand, der die Gemeinschaft nicht gut findet. Der Heiler runzelt die Stirn. Die Gemeinschaft ist den Heilern von Britannia und ihren Methoden nicht sehr zugetan. Auch wenn sie bewundernswerte Dinge vollbringen, so ist die Gemeinschaft dennoch kurzsichtig, was die Notwendigkeit von Heilern betrifft. Sie glauben ernsthaft, dass unsere Dienste durch ihre sogenannte Triade der inneren Stärke ersetzt werden kann. Okay, alles klar. Es sind wirklich Spinner. Klock. Er zuckt mit den Schultern. Er geht seinen Pflichten nach, wie er es für richtig hält. Und ich halte es auch so. Er hält sich bedeckt. Wir fragen mal nach dem Mord. Es ist eine traurige Zeit für ein Land wie Britannia, wenn derartige Dinge geschehen. Christopher war ein guter Mann und ich hoffe sehr, dass der Übeltäter gefangen wird. Okay, keine Hinweise. Aber das ist der Einzige, dem ich hier im Moment vertraue. Was ist er hier? Du siehst einen verdrießlichen Gesellen mit einer blutigen Bandage um den Kopf. Ich bin Gilberto. Wir haben Gilberto gefunden. Oh, der ist Zeuge. Warte mal. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine wichtige Spur. Sehr, sehr gut. Beruf. Ich bin Wachsoldat und übernehme normalerweise die Nachtschicht am Hafen. Ja. Jetzt wird es interessant. Wir fragen ihn trotzdem erstmal über die anderen Sachen. Gemeinschaft. Er zuckt die Achseln. Da fragt er den falschen Mann. Ich nehme an, dass sie ganz in Ordnung ist. Ich hatte mit ihr noch nie Ärger. Gut, auf jeden Fall kein Mitglied. Klock. Ich habe bisher nicht viel mit ihnen zu tun gehabt. Ja, Haken. Jetzt spannend. Obwohl, wir fragen erstmal nach dem Mord. Das muss kurz bevor ich niedergeschlagen wurde, passiert sein. Niedergeschlagen? Es war kurz vor Morgengrauen. Ich spähte gerade auf das Meer hinaus und plötzlich spürte ich den Schlag auf den Hinterkopf. Bei der Erinnerung an den Schmerz zuckt er zusammen. Schlag. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf dem Boden lag und Johnson, der die nächste Schicht hatte, dabei war, mich wach zu rütteln. Ich war ungefähr 10 Minuten bewusstlos. Das weiß ich daher ziemlich genau, weil die Sonne gerade am Horizont erschien. Außerdem war die Kronjuwele bereits außer Sichtweite gesegelt. Aha, die Kronjuwele. Ein Schiff, das gerade abgesegelt ist. Vielleicht hat die Attentäter hergebracht. Wartet mal. Und wenn das nur 10 Minuten gewesen sind, dann wird plötzlich Johnson auch schon wieder verdächtig. Weil so schnell kann dieser Ritualmord ja nicht abgelaufen sein, oder? Kronjuwele. Habe ich vergessen, sie zu erwähnen? Die Kronjuwele ist ein Schiff, das die ganze Nacht am Hafen angelegt hatte. Ich glaube, es sollte nach Britain segeln. Um sicher zu gehen, könnt ihr ja Kargen, den Schiffsbauer, fragen. Jedenfalls habe ich meine Angreifer nicht zu sehen bekommen, bemerkte die Wache brummig. Gut, das wäre das Nächste, was man auf jeden Fall tun müsste. Ich mache mir mal so Notizen. Also, Gargen,
nach der Kronjuwele fragen. Dann Johnson nochmal fragen. Und den Schultheiß wegen der Parole. Das sind so die nächsten Schritte, die man unternehmen muss. So. Erzähl mir nochmal über Gargen. Das ist schon ein guter Mann, doch wenn ihr zu dicht an ihn herangeht, könnt ihr euch möglicherweise was holen. Angreifer. Ich frage mich, ob sie nicht vielleicht auf dem Schiff sind. Da könnten sie schon in Britain und über alle Berge sein. Ach so, wartet mal. Das kann dann. Das ist der Quatsch, was ich mir eben überlegt habe. Das heißt, es kann sein, der Mord ist geschehen. Dann sind die geflohen aus dem Hinterausgang, haben ihm einen über den Dez gehauen und sind auf das Schiff verschwunden und sind abgehauen. Ja, natürlich. Das andere war Quatsch von mir. So wird's gewesen sein. Okay, insofern ist der Bootsbauer jetzt nochmal eine wichtige Quelle. Johnson. Er hat die Frühwache am Hafen, ja. Schmerzen. Gilberto scheint ein wenig wackelig auf den Beinen zu sein, doch er deutet dir an, dass er keine Hilfe will. Mein Schädel brummt immer noch, doch sonst geht es mir ganz gut. Haken? Die Wache überlegt einen Augenblick. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, einen Mann mit Haken gesehen zu haben. Okay, gut. Wichtige Informationen, die wir erhalten haben. Leb wohl, seid auf der Hut. Ja, warum sagt er das so? Können wir noch mit den anderen hier sprechen? Ah, aua. Nee, können wir nicht. Was ist hier im Buch? Die Bioparaphysik der Heilkünste. Okay. Würde ich mir normalerweise alles durchlesen, aber wir wollen heute noch ein bisschen was erleben. Das Gelb der Monde. Der Kräuterkammer Nachschlagewerk. Ah, schaut mal, hier erfahren wir die Wirkung von Zaubertränken. Das wird noch wichtig sein. Schwarzer Zaubertrank, Unsichtbarkeit, blauer Zaubertrank, Schlaf, oranger Zaubertrank, Aufwecken, der durch Magie schläft, lila Zaubertrank, magischer Schutz während des Kampfes, weißer Zaubertrank, Beleuchtung, gelber Zaubertrank, Heilung. Grüner Zaubertrank, Gift. Roter Zaubertrank, Vergiftung kurieren. Cool. Mitnehmen das Buch. Ja, müsste man eigentlich mitnehmen. Ist die Frage, ob er einem das erlaubt, aber ich nehme es mal mit. Ich glaube, ich kann es auch so reinziehen. Ja. Und hier stehen schon Zaubertränke, aber ja, ich bin da erstmal vorsichtig. Wir wollen ja jetzt erstmal ermitteln. Ach ja, okay, hier unten sind weitere Häuser, da oben ist aber das große Haus. Wir machen mal hier bei den kleinen Häusern aber erstmal weiter. Oh Gott, das ist ja noch riesig hier unten. So, hier kommen wir aber so nicht rein. Doch, kommen wir. Okay, da ist das Südtor. Was ist hier? Die Tür sieht irgendwie kaputt aus, oder? Was war das denn? Was passiert hier? Oh nein. Was ist hier los? Igitt? Wartet mal kurz. Ich gehe mal sicherheitshalber raus. Was ist das denn jetzt hier? Ist hier irgendwas passiert mit unseren Leuten? Okay, er hat Hunger. Ja gut, soll er hier was essen? Er hat doch irgendwas dabei. Komm, iss mal dein Brot jetzt. Hat er immer noch Hunger? Nee. Ja gut, aber was war das jetzt? Das war ja super gruselig. Hier sind die Türen zugegangen und die Gegenstände haben sich bewegt. Rodingsschwert? Schon wieder, der Stuhl bewegt sich.
Ja, ich will mich da nicht raufsetzen. Was ist das? Umhang. Hier liegt Geld einzeln in der Gegend rum. Klamotten. Hier könnten wir eine Hose für unseren Jungen... Ha! Immerhin. Handschuhe? Können wir selber gut gebrauchen. Nochmal Hosen. Hemd? Kann man ihn auch ein Hemd anziehen? Hat er jetzt immer ein Inventar. Brauchen wir nicht. Okay. Aber was ist hier los? Nehmen wir das. Das Gold nehmen wir jetzt auch mit, ne? Ach, den Papageien haben wir auch noch. So, Gold kommt da rein. Das Säckchen nehme ich mal so mit. Passt. Ah ja, okay. Es gibt auch Platzprobleme. Vielleicht können wir diesen Eimer mal rausnehmen. Krass. Wir können nur ein Säckchen haben. Oder ist vielleicht der Papagei doch das Problem? Passt nicht? Komisch. Dann nehmen wir mal ihn, seinen Rucksack. Okay. Wir können, glaube ich, hier... Ah, 39 Gold. Mit G kann man den Abakus aufrufen. Was ist in den Kisten hier drin? Das ist hier ein ganz merkwürdiges Haus. Eisenstange, Rohlinge. Da ist noch ein Goldstück. Was ist das hier? Scherben. Haube. Finden wir hier noch irgendwas, was es erklärt? Wem gehört dieses Haus? Noch eine Haube. Warte mal, die Haube kriegt... Ich meinte, gut für die Ausrüstung, ne? Hermann Amboss? Ein Hammer. Ist die Frage, ist der Hammer... Das ist ein bisschen jetzt ein Nachteil, ne? Weil wir wissen nicht, wie die Werte sind. Können wir den Hammer nehmen? Und als Waffe ver... Ach, wir können den auch... Krass, wir können ihn auch irgendwie da festmachen. Ja, nee, das ist ja so ein richtiger Arbeitshammer. Nee, ich glaube, das ist nicht so cool. Lassen wir den liegen. Ja, das ist... Stimmt, natürlich. Das ist die Schmiede vom Opfer. Logisch, ja. Ich hatte irgendwie jetzt... Im Kopf irgendwie, dass der dort im Stall geschmiedet hat. Aber das ist natürlich Quatsch. Okay, das heißt, hier... Was hat er hier? Krähenfüße. Hier geht es irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Was ist das hier? Dieses Bunte. Zu schwer. Oh mein Gott, wir können das Feuer entfachen. Wie cool. Aber finden wir hier noch irgendwas? Amboss. Also wir haben jetzt nur mitbekommen, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist noch eine Haube, wartet. Das war sein Frühstück? Ach so, er hat hingekotzt. Ach so, Leute. Er hat ein... Ah, okay, jetzt kapiere ich das erst. Der Junge hat da hingekotzt, weil er wahrscheinlich so schockiert war. Kann man die Fackeln mitnehmen? Das sind, glaube ich, keine... Sind das Fackeln? Erloschene Fackeln. Zu schwer. Nee, die sind befestigt. Schwerterwand? Und wo sind Schwerter an der Wand? Das sind Fackeln. Oh, krass, ja. So, hier steht alles mögliche rum. Was ist das für ein Buch? Lexikon der Waffen und Rüstung. Ach, schaut mal. Hier haben wir die... Ach, krass. Das ist so gut gemacht im Spiel, ne? Dass es nicht einfach irgendwo an der Waffe steht, sondern dass man halt das über Bücher erfahren kann. Blasrohr.
Armbrust, wie viel Schaden die Waffen machen. Hammer 4. Messer 2. Ist der Hammer doch besser, oder? Stimmt, wir sollten mit dem Jungen sprechen. Absolut richtig, ja. Gute Idee, natürlich. Und dieses Buch sollten wir irgendwie auch mitnehmen. Vielleicht nehme ich den Hammer dann doch mit. wir gehen nochmal zurück. Vielleicht kann der Junge schmieden. Ja, hat er ja gesagt. Aber du hast recht. Ja, Avatar fragt Spark, was wollt ihr? Nee, da ist jetzt nichts Neues gekommen. Okay, Hammer wird doch genommen. Dolch lassen wir mal sicherheitshalber in der Tasche. Wobei, man konnte den Dolch doch irgendwie auch an die Seite festmachen. Ne? Ja, krass. Schaut mal, hier gibt es richtig Waffenslots. Am besten, wir rüsten eine Kanone aus. 90. So, warte mal, hier haben wir noch den die Südwache. Komm mal ran hier. Okay, du siehst eine furchteinflößende Wache. Der Mann nimmt seinen Beruf offensichtlich sehr ernst. Das ist dasselbe. Unwichtig. Okay, also hier gibt's nichts Besonderes. Lebt wohl. Das sind wahrscheinlich alles die Hütten der Wachen oder so, ne? Klinge des Lendenschutzbarons. So. Hier haben wir niemanden. Was ist das? Eine Bandage. Krass. Schuhe und ein Fleischerbeil. Oh, verdächtig. So, warte mal, jetzt mal ein bisschen aufpassen. Gehe ich erstmal unten die Runde ab? Oder gehe ich zum Mittelhaus? Ich glaube, wir gehen erstmal unten die Runde ab. Hier ist niemand drin. Schönes Holzschild und Gold. Und damit sind wir auf jeden Fall hier an der Mauer wieder angekommen. Und das war... warte mal. Kommt mal langsam durcheinander hier. Verschlossen. Wartet mal, wir haben ja einen Schlüssel. Ich glaube mit K... Greif mal auf seine Schlüssel zu. Okay, der Schlüssel geht dort nicht. Der Ritter und der Dieb. Ein Roman. Spannend. Haben wir hier jetzt alle Häuser auf dieser Seite? Jetzt fange ich an, schon so ein bisschen durcheinander zu kommen. Hier waren wir drin, ja. Okay, wir haben den Mittelbereich jetzt noch nicht. Aber sonst sind wir fast einmal rum. Ach so, das ist das Wirtshaus. Alles klar. Dann haben wir das schon. Waren wir hier schon? Das kommt mir noch unbekannt vor, oder? Dann kommen wir jetzt vermutlich... Wir müssen ja noch den Schultheiß irgendwo finden. Und wir müssen mit dem... hier waren wir noch nicht. Mit dem Schiffbauer noch irgendwo sprechen. Wann essen wir? Wer ist denn jetzt schon wieder hungrig? Na, der Avatar selbst auch. Man kann, glaube ich, auch... Na, wir essen mal so, ne? Komm, wir essen ein bisschen Brot. Sehr lecker. Und bist du auch hungrig? Hey, das hat der Avatar jetzt eben selber gesagt. Wann essen wir? So, was haben wir hier für Bücher? Mein Pokal läuft über. Weinhändler. Blutige Klingen und üppige Maiden. Was ist das? Eine Banane? Okay, da waren wir schon. Jetzt also hier zum Mittelbereich. Da haben wir einen schönen Brunnen. Wasser. Was ist das hier? Okay, das ist hier das zentrale Haus. Das war, glaube ich, hier diese Kirche, ne? So, dann muss doch jetzt hier der Schultheiß wohnen. Ja. Oh mein Gott, was für ein Prunk.
Was für ein Prunk. Schaut mal, hier ist schon wieder so ein Bereich, wo man nicht hinkommt. Okay, da kann man dann auch nicht die Bücher öffnen, weil versperrt ist. Das ist krass. So, wir müssen mit dem Schultheiß sprechen. Was hat er hier auf dem Tisch liegen? Ah, auch nochmal eine Karte. Brommers Britannia. Dieser Atlas bietet dem Leser einen genauen Überblick über den ganzen Kontinent Britannia, einschließlich der nahegelegenen Inseln. Sehr schön. Wir schauen ihm mal über die Schulter, was er hier liest. Gesetzesentwurf zur Unterwasserreinigung, Schatzsuche und zum Cricketspiel. Okay, da geht es um die Teams. Na gut, sprechen wir mit ihm. Habt ihr die Stelle gründlich durchsucht? Ja, natürlich. Was habt ihr gefunden? Einmal eine Leiche, einen Schlüssel. Naja, vor allem ein... Naja. Wenn wir jetzt sagen, eine Leiche... Wer weiß, sagt ja, natürlich habt ihr eine Leiche gefunden. Ich sag trotzdem erstmal eine Leiche. So ganz pampig. Ja, eine Leiche habe ich gefunden. Das ist mir bekannt. Was habt ihr sonst noch gefunden? Ihr solltet nochmal nachsehen, Avatar. Ja, ja, okay. wir haben einen Eimer gefunden. Ja, der Eimer ist offensichtlich mit dem Blut des armen Christopher gefüllt. Aber es muss doch irgendeinen Hinweis auf den oder die Mörder geben. Ihr solltet doch mal gründlich nachsehen, Avatar. Ja gut, ich habe auch noch was anderes gefunden. Einen Schlüssel. Fragt Spark danach, vielleicht weiß er was. Ah, gute Idee. So, jetzt aber. Parole. Wir können ihn nach der Parole fragen. Gut. Aber jetzt erstmal Neues. Erstmal nochmal über ihn. Name, ich heiße Finnegan. Beruf. Seit meiner Ankunft hier vor 3 Jahren bin ich der Schultheiß von Trinsic. So, wie ist das hier mit der Gemeinschaft? Es sind außerordentlich hilfsbereite Leute. Okay, er ist Anhänger der Gemeinschaft. Schwierig. Ihre Niederlassung ist östlich von meinem Haus. Die ganze Gruppe denkt sehr zuversichtlich. Clock. Er ist der Superior der Niederlassung, ein freundlicher Mann. Okay, erzähl mir was über Trinsic. Trinsic war ehemals eine Stadt der Ehre. Möglicherweise ist sie es noch. Unsere Rune der Ehre wurde vor vielen Jahren von einem, der behauptete, der Avatar zu sein, gestohlen. Ich glaube, die Rune befindet sich heute im Königlichen Museum von Britain. Nur der leere Sockel steht noch im Zentrum unserer Stadt. Ich bin der Meinung, die ganze Stadt spiegelt sich darin wider. Völlige Leere überall. Die Menschen, ihr Leben und Ehre. Es ist schon traurig. Und dann dieser Mord. Wir haben die Tore der Stadt vorübergehend geschlossen. Und verlangen eine Parole von jedem, der Trinsic betreten oder verlassen will. Und an dieser Stelle herzliche Grüße an Pretty Old Pixel und seine Zuschauer. Denn dieses tolle gemeinsame Gespräch, nein, der Blätterabend, den wir hatten, hat mich hier verleitet, doch mal wieder in dieses Spiel reinzuschauen. Oder erstmals eigentlich. Und ich kann es jetzt schon sagen, ich bin unfassbar fasziniert und begeistert, wie gut es sich spielt. Und wie gut es überhaupt ist. Wir machen weiter. Wir sind gerade bei der Mordermittlung. Bitte nicht spoilern, wenn du was weißt. Aber das machst du nicht. Ja, und dann dieser Mord. Wir haben die Tore der Stadt vorübergehend geschlossen. Verlangen eine Parole von jedem, der Trinsic betreten oder verlassen will. Das ist mein Stichwort. Wie lautet denn die Parole? Ich kann euch die Parole erst geben, wenn ihr mir über Fortschritte in der Untersuchung berichten könnt. Ja, wir wissen schon was. Wir könnten jetzt schon einen Bericht geben. Ist die Frage, ob das klug ist oder ob wir erst die Ermittlungsspuren weiterverfolgen wollen. Ich würde sagen, wir machen mal Letzteres. Wir müssen noch mit dem Jungen sprechen und wir müssen mit dem Schiffbauer sprechen. Wir sagen mal noch nichts, ne? Haben wir mit ihm schon allgemein über den Mord gesprochen? Ein derartiges Verbrechen ist intrinsisch noch nie geschehen. Ich kann einfach nicht fassen, dass Christopher und Inamo die Opfer sind. Bitte seht euch in der Stadt um. Ich würde es schätzen, wenn ihr mir über eure Vorankommen Bericht erstattet. Fragt jeden in der Stadt nach Hinweisen.
Nachdem ihr mit Christophers Sohn geredet habt, solltet unbedingt Gilberto befragen. Er gehört zu den Wachen und hatte am Hafen gestern die Nachtschicht. Okay, hier würde man jetzt nochmal Hinweise bekommen. Haben wir aber. Der Schultheiß zögert und rückt etwas näher. Er beginnt zu flüstern. Oh, jetzt wird's interessant. Um ehrlich zu sein, es gab bereits ein Verbrechen dieser Art. Okay. Vor etwa 4 Jahren in Britain. Was? Was? Es war vor meiner Zeit in Trinsic. In Britain geschah ein Mord unter völlig gleichen Umständen. Man fand eine Leiche, die genauso entsetzlich wie der arme Christopher zugerichtet war. Es sah ganz nach einem Ritualmord aus. Ich gehe jede Wette ein, dass für beide Fälle der gleiche Missetäter verantwortlich ist. Oh mein Gott. Erzähl mir was über Christopher. Christopher war der hiesige Hufschmied. Er lebt, oder besser gesagt, lebte mit seinem Sohn im Nordwesten der Stadt. Die Schmiede ist im südwestlichen Zipfel der Stadt. Haben wir gefunden. Christopher war kein reicher Mann. Er konnte sich und seinen Sohn gerade so über Wasser halten. Doch er lebte für die Schmiede. Seine Arbeit war sein Ein und Alles. Ja, der Sohn, Christophers Sohn heißt Spark. Er wohnt im Nordwesten. Ja gut, der ist ja mit bei uns. Inamo. Und soweit ich weiß, schlief der Gargoyle Inamo in den Ställen. Ich glaube, er ist vor einigen Monaten aus Terfin ausgewandert. Es sieht aus, als wäre er bloß ein Zufallsopfer des Gewalttäters gewesen. Ja, das kommt mir auch komisch vor, dass die das so abtun. Ich bin mir da nicht sicher. Die Sekte gibt's seit 20 Jahren. Genau, jemand hat sein Haus durchsucht und verwüstet, ja. Also die Schmiede. Interessanterweise die Schmiede und nicht das Haus selbst, ne? Vielleicht hatte er auch irgendwas geschmiedet oder an irgendwas gearbeitet, was wichtig ist oder so. Gilberto. Er wurde heute am frühen Morgen hinterrücks niedergeschlagen. Johnson, die Morgenwache, fand ihn bewusstlos. Gilberto ist nun im Haus von Chantu, dem Heiler, um sich zu erholen. Okay. Johnson. Er ist um diese Zeit im Hafen zu finden, ja. Chantu, er ist der Stadtteiler. Netter Mann, okay. Bericht machen wir noch nicht, wir ermitteln erst weiter. Der Schultheiß nickt dir zu und widmet sich dann wieder seinen Geschäften. Gut, 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 gut. Dann lasst uns mal mit dem Jungen sprechen. Ja, ist die Frage, wo wir das tun. Und dass man hier nicht reinkommt, ist auch verrückt. Ja, machen wir es mal hier draußen, am Brunnen. Aha, aha, aha. Schlüssel, tatsächlich. Das scheint der Schlüssel zu Vaters Truhe zu sein. Ich habe mich schon gewundert, wo er war. Hä, wo, was, wie Vaters Truhe? Wartet mal. Wir müssen nochmal in das Haus gehen. Wir haben was übersehen. Ja, das war auch dumm von mir. Ich hätte das Haus viel intensiver untersuchen müssen. Wo war das jetzt? Das war's. Ja, krass. Oben könnte das gewesen sein, ja. Okay, also alles, was hier ist, können wir auch mit gutem Gewissen mitnehmen. Ein Auktionshammer? Was? Da ist die Truhe. Oh mein Gott, ja. Doof von mir. So. K. Ha! Geöffnet. Das ist das Zeichen. Aber was ist das für eine Schriftrolle? Ihr habt eure Belohnung erhalten. Liefert heute Nacht. Er hat wirklich irgendwas hergestellt. Mitnehmen. 100 Goldmünzen. Krass, er hat die Belohnung. Das ist die Belohnung gewesen. Sacken wir ein. Das Ding nehmen wir auch mit. Das ist alles Beweismaterial. Okay, krass. Wir sprechen nochmal mit Spark. Goldmedaillon. Krass, Leute, es ist so genial, das System. Okay, fragen wir ihn erstmal nach der Schriftrolle.
Ich habe Vater mit einer solchen Schriftrolle vor ein oder zwei Tagen gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es dieselbe ist. Mir ist bekannt, dass er dabei war, für jemanden etwas Besonderes anzufertigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Schmiede war. Ja, klar. Erzähl mal noch was über die Schmiede. Die Schmiede ist im Südwesten, ja. Medaillon. Vater war ein Mitglied der Gemeinschaft. Weshalb das Medaillon in der Truhe war, weiß ich nicht. Ja gut, er wollte austreten, wissen wir. Vater trug es für gewöhnlich. Gold. Die Augen des Jungen weiten sich. Ich hatte keine Ahnung, dass Vater so viel Geld versteckt hatte. Eigentlich könnte ich es euch geben, falls ihr euch auf die Suche nach den Mördern meines Vaters begebt. Oh mein Gott, das ist mir jetzt total unangenehm. Ja, natürlich, das ist ja eigentlich sein Gold. Wir haben das direkt mal eingesackt. Oh, das ist richtig peinlich. Ja, danke. Wir werden es gut verwenden. Okay. So, warte mal. Also wir wissen jetzt, dass er irgendwas hergestellt hat. Ob wir jetzt mit diesem Wissen vielleicht nochmal in die Schmiede gehen sollten? Vielleicht kann sich der Junge da... Nee, aber der hatte... Wir haben ja mit ihm schon gesprochen. Naja, wir gehen nochmal hin. Wir müssen noch zum Bootsbauer. Und ansonsten habe ich keine... Haben wir jetzt erstmal keine Spur mehr. Außer, dass wir noch Leute fragen könnten. Wir könnten nochmal mit dem... Achso, wir haben noch diesen 9 Uhr Termin. Quatsch, das war nicht die Schmiede. Gold wird verwahrt, bis er volljährig ist. Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, was sollen wir jetzt hier auch eigentlich finden? Ne? Die haben diese ganze Schmiede durchwühlt. Vermutlich. Und haben das gesucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht geliefert hat, oder? Ich nehme jetzt hier die ganze Schmiede auseinander. Wir heben jetzt alles an, verschieben alles, was geht. Besteck kann man übrigens auch irgendwie nutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, wohl doch nicht. Mir war so, dass ich es mal gelesen habe. Egal. So, aber hier scheint nichts zu sein. Also, ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch finden könnten. Gut. Umhänge für die Party. Sind das Umhänge? Stimmt, ja. Könnt noch mitnehmen, ja. Ja, ich... Die könnten irgendwas bringen, ja. Das würden wir wahrscheinlich in dem Buch... Oh, was ist das für ein geiler Umhang? Den muss der Avatar haben. Jetzt hat er ihn aber nicht. Warum wird der so komisch angezeigt? Hä? Ah, okay, alles klar. Das sind die beiden Umhänge. Gut. Sehr, sehr guter Hinweis. Wahrscheinlich, wenn er da hinten ist, dann... Ja, wie soll ich sagen? Dann ist er nur am Rucksack irgendwie festgetütet. So, wir gehen jetzt zum Bootsbauer, würde ich sagen. Die Box neben der Esse und neben dem leeren Wasserbecken. Warte mal, die Box... Jetzt macht mich nicht nervös. Aber ich glaube, die Box habe ich durchsucht. Leute, der hat doch schon lange Hosen. Habt ihr das noch nicht mitbekommen? Der hat schon längst Hosen. Das Einzige, was er noch nicht hat, ist Stiefel. Nee, die Box habe ich schon. Da waren nur... ist nur Geschirr drin. Ja, Kommode habe ich schon nachgesehen. Alles gut. Okay, wir gehen zum Bootsbauer. Und das ist so die letzte Spur, die wir jetzt eigentlich noch haben. Ich meine, sonst können wir dann Bericht erstatten.
hochheben. Ja, ja, okay. Habe ich nicht getan. Das wäre natürlich jetzt crazy. So, hier ist der Bootsbauer. Na, Kumpel, begrüßt dich Gargen hustend. So, Kronjuwele. Ja, das Schiff hatte über Nacht hier angelegt. Er überprüft sein Logbuch. Sie ist bei Sonnenaufgang nach Britain in See gestochen. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, ob jemand an oder von Bord gegangen ist. Gargan schnauft und hustet ein paar Mal. Hast du den Typen mit dem Haken gesehen? Meine Güte, ich sehe andauernd Seemänner und Piraten mit Holzbeinen und Haken. Kennt man einen, kennt man alle. Plötzlich runzelt er die Stirn. Da fällt mir doch was ein. Ich habe tatsächlich gestern Abend nach Sonnenuntergang einen Mann mit Haken gesehen. Ich war dabei, meinen Laden zu verlassen, als ich ihn draußen bemerkte. Er war mit einem flügellosen Gargoyle zusammen. Die beiden sind Richtung Osten gegangen. Ja, zum Tatort. Gargan niest und hustet ein paar Mal. Ich habe es euch doch gesagt. Das war er. Gut. Keine neuen Hinweise? Gemeinschaft, für so etwas bin ich zu alt. Gargan wischt seine Nase am Ärmel ab. Okay, also der Punkt ist jetzt, wir haben jetzt ziemlich viele neue Informationen eigentlich erhalten. Man müsste jetzt mit ein paar wichtigen Leuten wahrscheinlich nochmal sprechen. Ich würde sagen, wir mit dem Wachmann müssen wir nochmal sprechen. Ja, hier gibt es einiges Neues. Wie sieht es aus mit der Gemeinschaft hier? Ja, ich bin ein Mitglied. Möchtet ihr der Gemeinschaft beitreten? Nein. Es entgeht euch dabei viel. Clock. Guter Mann. Er ist der Superior der Niederlassung hier im Trinsig. Also ich muss sagen, der ist auch ein bisschen verdächtig. Aber gut. Mann mit Haken. Ein Mann mit einem Haken? Nein, ich habe seit letzter Nacht niemanden gesehen. Kronjuwele? Das Schiff ist kurz nach Sonnenaufgang in See gestochen. Ich glaube, es war auf dem Weg nach Britain. Doch danach könnt ihr gargen. Ja, okay. Gut. Keine neuen Informationen? Dann würde ich hier Clock oder Krok oder wie heißt nochmal fragen. Da sitzen sie beide jetzt. Welch Freude, euch wiederzusehen, Waldur, sagt Clock. So, ja, jetzt wird's interessant, Leute. Hier ist ja einiges dazugekommen. Wollen wir gleich mal mit dem heißen Punkt anfangen? Mit der Schriftrolle? Oder ist das eine Information? Na, mal gucken, wie er reagiert. Es ist so richtig gut, die Ermittlung. Schriftrolle. Davon weiß ich nichts, okay. Kronjuwele? Von dem Schiff habe ich noch nie gehört. Okay, ich habe mich zu früh gefreut. Medaillon? Christopher hatte seinen Austritt aus der Gemeinschaft angekündigt. Vielleicht wollte er es sicher verwahren. Gold? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Mann mit Haken? Ich befürchte, ich kenne niemanden, auf den diese Beschreibung zutrifft. Boah, wie kann man alles so abstreiten? Prüfung, das ist auch interessant. Butlin in Britain wäre erfreut, euch zu prüfen. Ihr solltet die Prüfung ruhig ablegen. Wer weiß, vielleicht entdeckt ihr eine Eigenschaft an euch, die der Verbesserung bedarf. Streit. Christopher hatte letzte Woche seinen Austritt. Naja gut, das kennen wir schon. Das kennen wir alle schon, die Story. Seine Frau brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht fragen. Okay, da keine weiteren Informationen. Gab es jetzt noch einen... Gibt es noch einen wichtigen Typen, den man jetzt vielleicht noch ansprechen müsste? Ansonsten könnte man auch den Bürgermeister... Was ist hier mit YOLO? Kommst du nicht raus? Doch. Ansonsten könnte man den... Oh, warte mal. Wir könnten vielleicht noch mal mit unserer Freundin hier sprechen aus dem Wirtshaus. Vielleicht hat die noch was bemerkt. Das Besondere bei diesen alten Rollenspielen ist ja, dass die Leute, die auch gerade richtig lügen, ja, stimmt. Ja, die Malerin könnte man vielleicht nochmal ansprechen, ja.
Die läuft hier mehr in der Gegend rum. So, Apollonia. Nee, da ist nichts Neues hinzugekommen. Apollonia weiß von nichts. Wir hätten jetzt zwar das Geld für ihre teure, tolle Mahlzeit. Die Malerin lief ja die ganze Zeit jetzt hier in der Stadt rum, ne? Ah, mit den Bauern können wir nochmal sprechen. Und warum sind da plötzlich zwei Pferde? Wo hat er das denn jetzt hergeholt? Wir latschen auch immer so über die Leiche rüber. Ja, hier gibt es keine weiteren Informationen, denke ich. Aber vielleicht... Wo ist das zweite Pferd jetzt hin? Habe ich da nicht eben zwei Pferde gesehen? So, hier. Clock. Frage ihn mal nach der Gemeinschaft. Ich habe nichts damit im Sinn. Diese Leute scheinen ja ganz in Ordnung zu sein. Trotzdem will ich nicht beitreten. Ja. Clock. Ich kenne ihn nicht besonders gut. Ich habe mit ihm nichts weiter zu tun. Spark. Das ist Christophers Sohn. Netter Bursche. Fußabdrücke hat mir schon gesprochen. Nichts Neues. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Bürgermeister. Ich sehe im Moment keine weitere Spur. Kann man unzugängliche Räume nicht beiseite schieben, der Wandvorhänge einreichen? Nee, ich habe schon Doppelklick gemacht. Doppelklick ist, glaube ich, die einzige Aktion, die man da machen kann. Die Frau auf dem Weg. Ja, stimmt. Suchen wir kurz nochmal die Frau. Die hielt sich immer hier im Norden irgendwo auf. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, was ich eigentlich ganz cool finde. Hier, genau, dass die Charaktere nämlich nicht immer irgendwo sind, sondern dass man die auch manchmal suchen muss. Weil sie halt irgendwie auch ein Leben haben, ne? Ja, ich will die Frau nicht tragen, ich will nur mit ihr sprechen. Das allerdings ist nervig. Wenn sie nicht stehen bleiben. So, jetzt. Nein! Okay. Ja, hier ist nichts Neues. Gut. Dann aber jetzt nochmal zum Bürgermeister. Okay, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel erfahren. Ich denke, wir können ihm erstmal einen soliden Bericht geben. Und dann werden wir sehen, ob er uns die Parole gibt. Wir können dann vielleicht am Hafen weiter ermitteln. So, also, Bericht. Seid ihr bereit, einige Fragen zu beantworten? Oh cool, jetzt gibt es richtig so eine Abfrage. Na los. Ja, ich bin bereit. Na, warte mal, vielleicht sollten wir vorher speichern. Naja, warte mal. Sicherheitssystem. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht irgendwie Dead Ends gibt, aber sicher ist sicher. Also, Bericht. Ja. Nun gut. Welchen Beruf hat Christopher ausgeübt? Okay, einfach. Schmied. Was habt ihr am Unglücksort gefunden? Das Wichtige war ein Schlüssel. Wozu war der Schlüssel? Für eine Truhe. Was habt ihr in der Truhe gefunden? Eine. Naja, alles drei. Habt ihr einen Verdächtigen? Naja, wir wissen einen Mann und ein Gargoyle ohne Flügel. Wir sagen mal ja. Das sind unsere Verdächtigen. Wie sieht der Schurke aus? Haken. Irgendwelche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schurken? Ja, er mit der Kronjuwele ist er weggesegelt. Der Schultheiß ist zufrieden. Okay. Er scheint, als verfolgt ihr eure Untersuchung mit großer Leidenschaft. Ich glaube, ihr solltet euch nach Britain begeben und versuchen, den Mann mit dem Haken zu finden. Hier ist eine Hälfte der Belohnung. Den Rest bekommt ihr, wenn ihr nachweisen könnt, dass der Täter seine gerechte Strafe erhalten hat. Der Schultheiß reicht dir 100 Goldmünzen. Wollt ihr die Parole wissen? Ja, natürlich. Ja. Bevor ich euch die Parole verrate, gebe ich zu, dass ich meine Zweifel daran hatte, dass ihr der wahre Avatar seid.
Ich bitte euch, Nachsicht mit mir und meinem Misstrauen zu zeigen. Ich werde euch nun einige, die Geografie von Britannia betreffende Fragen stellen. Scheiße. Jetzt kommt die Abfrage. Der Kopierschutz kommt jetzt. Hä? Warte mal. Okay. Hab ich das? Ich meinte, ich hab's ja gekauft. Okay, das googeln wir gleich mal. Denkt daran, Längengrade verlaufen von Norden nach Süden und sind an den Zahlen unten auf der Karte ablesbar. Ah, warte. Ich habe, glaube ich, die Karte ausgedruckt. Irgendwo muss sie sein. Ach so. Der Scheiß an der Karte ist, dass das auch mit Runen läuft. Na toll. Also Längengrade von Norden nach Süden. Breitengrade verlaufen von Osten nach Westen und können an den Zahlen auf der linken Seite der Karte abgelesen werden. Wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, werden alle meine Zweifel beseitigt sein. Auf welchem Breitengrad befindet sich das Zentrum von Skara Brae? Wartet mal. So muss ich jetzt googeln. Kopierschutz. Ich. So, Skara Brae. Latitude ist das Breitengrad? Ja, ne? Latitude ist Breitengrad, ne? 30. Auf welchem Breitengrad befindet sich das Zentrum von Buccaneers Den? 60. Früher hatte man kein Internet. Da war dann an diesem Moment vielleicht sogar schon zu Ende. Da gab es die Karte halt wirklich nur in der Originalpackung. Ne? Auf welchem Breitengrad liegt der nördlichste Punkt der Insel Spektran? 120. Ausgezeichnet. Ich habe keinen Zweifel mehr daran, dass ihr der wahre Avatar seid. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Die Parole, um die Stadt zu betreten oder zu verlassen, lautet Amsel. Okay, krass. Ja, sehr cool, liebe Leute. Wir machen aber noch ein bisschen weiter. Erstens will ich mir den Hafen anschauen. Vielleicht gibt es da ja sogar noch Spuren. Und zweitens möchte ich mal die Stadt in der Nacht auf jeden Fall nochmal erleben. Und ich möchte an der Gemeinschaft noch teilnehmen. An dieser Gemeinschaftsversammlung. Das ist bestimmt auch noch interessant. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, ich finde es unglaublich, einfach dadurch, dass das Spiel einem nicht alles vorkaut. Ich meine, es war jetzt auch nicht super kompliziert, aber ich finde es unglaublich, was für eine hohe Immersion auf relativ simplen Wege das erzeugt. Wir sind jetzt hier 2,5 Stunden in dieser kleinen Stadt unterwegs und das ist wirklich ja ein Fitzel dieser Karte, wenn wir jetzt uns überlegen, was Britain alles noch bedeutet und es noch viele andere Siedlungen gibt. Und man hat irgendwie ein Gefühl plötzlich, auch wenn es wenige Figuren waren, was hier so los ist, wie die Stimmung ist, was es für Konflikte vielleicht gibt, unterschiedliche Typen kennengelernt. Und man ahnt ja nur, dass es hier noch Geheimnisse gibt, die noch gar nicht aufgedeckt sind. Das ist alles so dicht und faszinierend. Ich finde es echt krass. Gut, aber jetzt kommen wir erstmal zur Parole. So, das hatten wir alles schon gefragt. Parole. Wie ist die Parole? Amsel. Sehr gut, ihr dürft passieren. Cool. Was ist das denn hier? Das ist eine Sonnenuhr. Wir wissen, wie spät es ist. Es ist erst Mittag. Okay, krass. Hä? Lasst uns singen? Wieso sollten wir jetzt singen? Warte mal. Oh, da ist jetzt, wer ist hungrig? Iolo?
der schon wieder hungrig. Müssen die dreimal am Tag was essen? Ist ja unerhört. Das ist tatsächlich sogar ein Problem, ne? Man muss echt dann essen, gucken, kaufen, klauen. Na los, iss mal was. So, Uhr. Hier, das ist wahrscheinlich das Boot, mit dem man dann losfahren kann. Wenn man sich jetzt bewegen könnte. Ich war mir jetzt... Da, aber da braucht man diese Bootslizenz vermutlich, ne? Okay, das heißt, wir haben aber jetzt hier keine besonderen Hinweise. Man könnte natürlich jetzt auch noch... Es ist ja... Die Welt steht einem ja jetzt offen. Man könnte jetzt einfach losmarschieren. Die ganze Welt erkunden, die Wälder, Berge, was weiß ich. Krass. Abenteuerlust ist sofort irgendwie da. Erkundungslust. Man hat echt Bock drauf. Okay, aber ich will gerne noch, wie machen wir das? Ich will jetzt 21 Uhr erleben. Ja, die Gefährtensuche und sowas alles. Aber es geht ja jetzt nur darum, einen ersten Einblick zu bekommen. Oh, krass. Oh, krass, hier wurde aufgeräumt. Wisst ihr was? Wir schlafen jetzt mal. Es ist Mittag. Nehmen wir an, es ist jetzt 12 Uhr. Dann werde ich jetzt nochmal 8 Stunden schlafen, aber ich speichere sicherheitshalber. Weil wir wollen jetzt diese Gemeinschaftsversammlung miterleben. Ich habe da ein ganz... Achso, ich wollte noch mit Iolo mal sprechen. Ah, schaut mal hier. Gemeinschaft. Von ihr weiß ich nicht viel, nur dass sie vor etwa 20 Jahren gegründet wurde. Anscheinend vollbringen sie gute Taten und werden von fast jedem geachtet. Sie haben in ganz Britannia ihre Niederlassung. Persönlich hatte ich mit ihnen noch nichts zu tun. Petra hat uns eigentlich schon erzählt, ne? Er ist nur ein Bekannter. Können wir mit dem Jungen nochmal irgendwas Interessantes sprechen? Nee. Da war doch die Game Time eben. Ach, weil man speichert, sieht man die Game Time? Ah, okay, alles klar. Ich glaube, das ist aber auch neu in diesem, in dieser Mod. 13.15 Uhr. Okay, das heißt, wir können 7 Stunden schlafen. Dann müsste es ungefähr Zeit sein. So, ach schaut mal, jetzt fragt der Junge uns, wann wir geweckt werden wollen. 7 Stunden, bitte. Träumt schön. Steht auf, Waldur. Es wird Zeit, das Abenteuer fortzusetzen. Oh mein Gott, es ist dunkel. Wartet, Leute. Wir müssen irgendwie die Fackel ausrüsten. Scheiße, ich sehe nichts. Wir hatten hier immer eine Fackel. Scheiße, es ist so dunkel. Ich sehe die Fackel nicht. Mama, ein Licht hier. Wo ist denn die Fackel jetzt? Habe ich die jetzt schon in der Hand? Nee. Ja, wir müssen irgendwo mal ans Licht gehen. Er hatte doch auch eine Fackel. Die Fackel ist zu dunkel. Scheiße. Ja. Können wir hier... Sind das hier nicht Lampen? Ah! Ist es gut oder ist es gut? Fackel. Haha! Jetzt brennt die Fackel. Warte mal, können wir die Lampe wieder ausmachen? Warum ist es jetzt plötzlich hell? Weil ich die Fackel in der Hand habe. Aber wir brauchen keine Fackel, wenn wir hier Licht anhaben, ne? Es ist fantastisch. So, hier geht's noch nicht los. Wie verbringen wir jetzt die Zeit? Game Time 20.23 Uhr. Ich würde sagen, wir machen mal die Fackel wieder aus. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit rum. Ah, warte mal. Warte mal, jetzt sind Leute in der Kneipe abends. Oh, geil. Natürlich. Da sitzen sie alle. Wer ist denn jetzt hier? Ah, hier.
R, Dell. Markus? Wer war Markus? Kennen wir den schon? Achso, das ist der Ausbilder, ja. Ach, das ist so gut. Petra. Ah, ja. Okay. Gilberto ist jetzt auch hier wieder am Start. Ja, okay. Haken hat er nicht gesehen. Gut. Wie spät haben wir es jetzt? 20.30 Uhr. Okay, Zeit vergeht nicht ganz so schnell hier. Ja, du hast noch Hunger. Sie bedient hier auch richtig cool. Schankmaid. So, ich würde hier noch gerne... Ich weiß, vielleicht ist ja nachts, vielleicht passiert da hier noch was. Wir müssen, ich werde auf jeden Fall, na mal sehen. Ah, verdammt. Vielleicht sollten wir auch mal nicht die Laterne, warte mal, ist, ach krass, schaut mal, es gibt sogar Bereiche, wo, wenn die Laternen an sind, wo es dann wieder dunkel wird. Wie gut ist das denn? Das ist ja unglaublich. Das hat eine Lichtberechnung. Ja, in die Schmiede vielleicht noch, gute Idee. Hier ist aber nichts anders. Wir können hier den Blasebalg nochmal anmachen und dann das Schmiedefeuer. 20.43 Uhr. Wir nähern uns der Uhrzeit. Ja, für das Alter coole Features. Ja, was heißt für das Alter? Ich meinte... In Witcher 3 hat keine, hat nicht, dass die Leute ihren Tagesrhythmus haben. Die stehen immer an der gleichen Stelle. Gut, nachts sind sie vielleicht weggebeamt und werden dann hingebeamt. Witcher 3 hat kein Diebstahlsystem. Okay, das haben wir jetzt auch nicht gesehen. Also ich finde, es gibt halt viele Systeme, die sind einfach auch heute noch überlegen. So weit würde ich gehen. 20.51 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob man selber was schmieden kann. Man kann tatsächlich wohl Brot backen und sowas alles. Ich bin hier einfach nur so allgemein auf der Suche, ob wir noch irgendwas Interessantes bemerken. Hier ist alles dunkel. Ist die Frage, ob die jetzt so nach und nach selber... Was? Die sollten zu sein? Ach, schaut mal, die macht die Fenster denen zu, oder was? Macht die Fensterläden zu. Und die macht das Licht an. Ach, wer hat denn jetzt schon wieder Hunger? Ja. Hast du auch was? Du hast doch eine Wurst dabei. Ist erstmal deine Wurst hier. Total abgefahren. So, jetzt aber schnell hin, da. Bin würdig. Jetzt, hier geht's los. Der Würdige wird belohnt. Ja, unbedingt. Komm, wir setzen uns hier hin. Ja, ich glaube. Wir sind alle nur Menschen. Ja. Strebt nach Einigkeit. Ja. Ist der Bürgermeister auch hier? Dell? Johnson? Caroline? Ja, ich glaube. Hört auf die innere Stimme. Sprech mir nach, Bruder. Ich muss unbedingt was essen.
Wir warten mal ab, was hier noch passiert. Okay, jetzt wiederholt er sich, strebt nach Einigkeit. Das ist relativ unspektakulär, ne? Ich muss wer muss denn hier was essen jetzt? Der Avatar selbst wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, wir haben ja noch ein Brot. Ich habe immer noch Hunger. Was? Alter, was ist denn mit Waldur los? Wir haben noch einen Apfel, aber dann ist Feierabend. Das ist ja so eine Art Gästebuch am Eingang. Ja, naja, wir haben das schon gelesen, das Buch. Okay, hier scheint erstmal nichts zu passieren. Ach, kommt! Jetzt wollen die immer zu essen. Nee, das sind nicht die Tugenden. Das ist eine eigene Sekte, die sich hier gegründet haben. Wir haben aber nichts mehr zu essen, glaube ich. Wir müssen jetzt echt was zu essen kaufen. Wir können den Papagei noch essen. Wie ist denn seine 240 Gold? Wir könnten auch trainieren. Okay, also ich würde sagen, das war jetzt unspektakulär. Wir hauen mal wieder ab. Wir gehen nochmal hier hin und gönnen uns was Leckeres zu essen. Und vielleicht verbringen wir auch die Nacht hier oder sowas. Aber ich will noch eine Sache machen. Ich will nochmal gucken, was der Bürgermeister treibt in der Nacht. Speisen. Kaufen. Wir nehmen mal ein bisschen Brot. 2 für ein Laib. Ja. Wie viele wollen wir? Gib mir mal gleich irgendwie 6. Entschuldigt. Oh Gott. Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Habt ihr vielleicht gemerkt, für die, die später reinkommen sind. Met, 7 Gold pro Flasche. Boah, nee, ist mir zu teuer. Wie sieht's aus mit Hammel? 3 Gold. Ja, nehmen wir auch noch. Für jeden eine Hammelportion. Okay. Das reicht erstmal. Zimmer werden wir vielleicht das abschließen heute Abend, aber erstmal nicht. So. Wie spät haben wir es jetzt? 21:35. Also ich mache jetzt so eine Sache. Ich gucke nochmal beim Bürgermeister. Jetzt schlafen wir nochmal bis Mitternacht. Wo ist der Bürgermeister, Leute? Der ist nicht da. Warte mal, das müssen wir rausbekommen. Das ist ja interessant. Wo ist denn der Bürgermeister? Wer will denn jetzt schon wieder essen? Es gibt auch irgendwie einen Shortkey für Essen. Das würde man sich dann irgendwann mal reinziehen. Habe ich jetzt nicht drauf. Ich glaube, der Bursche hier, ne? Nee, wer war es? Oder ist es schon wieder der Avatar? Oh mein Gott, der ist ja so verfressen. So. Es könnte sein, dass er der Kneipe ist. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen... Habt ihr euch entschieden? Wie, was habt ihr euch entschieden? Ah ja. Finnegan. Also, ich erzähle euch kurz, warum ich das eigentlich will. Ich habe mal einen Podcast gehört über die Geschichte der Computerspiele und da wurde nur eine Sache zu Ultima 7 erzählt, nämlich, das ist das Einzige, was ich weiß,
dass man irgendwie den Bürgermeister nachts beobachten kann, wie er irgendwas macht. Irgendwas Interessantes. Insofern ist das nicht ganz ohne Hintergedanken. Die Frage ist, wie man das jetzt am besten anstellt. Vielleicht so im Stundenrhythmus schlafen und gucken, wo er hingeht? Oder man muss einfach irgendwie bei ihm bleiben. Wir schlafen mal eine Stunde. So ist es gut, mein Freund. Ruh dich aus und erhole dich, um den Gefahren, die vor dir liegen, gewachsen zu sein. Angenehme Träume. Alter. Was geht denn hier ab? Das war der Guardian, oder? Der Wirt ist noch da. Oh mein Gott. Warte mal, wir machen das jetzt so. Wir werden jetzt, wir machen jetzt mal ein bisschen Safe Scumming. Wir werden jetzt stündlich schlafen und das mal austesten. So, nächste Stunde. Wie spät haben wir es in-game? 0:03 Uhr Mitternacht. Okay. Der Bürgermeister ist weg. So, das heißt, wir gehen mal kurz hin, aber das heißt, vom letzten Speicherpunkt bis jetzt ist er aufgestanden und ist irgendwo hingegangen. Vielleicht zu seinem Wohnhaus. Vielleicht auch woanders hin. Er ist nicht da. Okay, Leute, das ist jetzt unsere letzte Aktion, die wir machen. Wir laden mal den letzten Spielstand. Und werden jetzt hier bleiben, bis der Bürgermeister aufsteht. Wir sind mal ganz unbekümmert, setzen uns hier auf die Bänke. Das finde ich auch so gut, dass die Mitstreiter, außer der Junge, der setzt sich an den eigenen Tisch, sich dann auch hinsetzen. Okay, Leute, das ist das Letzte für heute. Wir verfolgen den Bürgermeister. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Währenddessen kann irgendjemand hier essen. Ich weiß nicht, wer schon. Ach, warum? Was ist da los? Der Junge sitzt am Kindertisch. Jo. Währenddessen können wir ein kleines Fazit ziehen. Ich bin, kann ich nicht anders sagen, ich bin hellauf begeistert. Mich hat das Spiel völlig gepackt. Ich finde es fantastisch. Und es spielt sich, also mit dieser Mod und mit der deutschen Besetzung, spielt es sich auch hervorragend. Was wir natürlich jetzt überhaupt nicht gesehen haben, ist ein Kampf. Das könnten wir vielleicht auch nochmal am Schluss machen. Wir laufen mal am Morgen einfach mal irgendwie in die Landschaft. Vielleicht treffen wir auf irgendwas. Ich vermute, der Bürgermeister ist der... Ich vermute gar nichts. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur gehört, dass man nachts den Bürgermeister irgendwas beobachten kann. Würde ich es weiterspielen? Ja. Also es ist für mich echt ein heißer Kandidat, auch auf dem Let's Play auf YouTube. Ich habe es jetzt einfach mal im Stream ausprobiert mit euch. Aber ich finde es fantastisch. Es hat eine tolle Atmosphäre, es zieht rein, die Gespräche sind gut geschrieben, es ist hochgradig immersiv, es ist nicht überlastet mit irgendwelchen blöden Rollenspielmechaniken. Man sieht, was man bekommt, gewissermaßen. Also ich bin wirklich begeistert. Fantastisch. In einer Abstimmung würde es gewiss abstinken. Das stimmt. Da hast du recht. Ich bin auch im Moment so drauf, dass ich das auch direkt einfach als nächstes Projekt, wenn nichts anderes Großes kommt, machen würde. Weil es einfach zu cool.
um es nicht zu machen. Es ist auch so ein heimlicher Traum. Seit 30 Jahren denke ich irgendwie an diese Spiele zurück und bereue es, dass ich sie nie irgendwie zu Ende gespielt habe. Übrigens, jetzt sehen wir sie vielleicht auch mal kochen. Nee, kein Freitagsstream-Projekt. YouTube-Let's Play, so wie The Witcher. So, mal sehen. Vorhin war er ja 23:35. Mal sehen, wann er weggeht. Ja, und ich muss sagen, das Spiel hat ja wirklich was zu bieten. Ich glaube, es hat eine coole Geschichte mit interessanten Charakteren, hat eine echt große, interessante Welt, hat eine große Backstory, hat ein paar philosophisch interessante Fragen. Dieses ganze Tugendsystem ist irgendwie gar nicht so doof. Sehr stark so vom Humanismus geprägt. Darok, ja, hier mit der Mod ist es so, dass man, es gibt eine Funktion, dass man die Kämpfe pausieren kann. Das heißt, man kann während der Kämpfe immer Leertaste drücken, so wie bei diesen Classic RPGs. Das war ja tatsächlich damals hier nicht, die waren alle in Echtzeit. Und sie haben hier noch ein paar Systeme hinzugefügt, dass man Schadenzahlen sieht, wenn man möchte, oder so eine Geschichte. Am Ende kann man sich entscheiden. Ich glaube, man stellt ja hier ein die Kampfposition. Man kann entscheiden zum Beispiel, dass der Avatar manuell gesteuert wird. Das heißt, dann macht er wirklich nur das, was man einem sagt. Das heißt, glaube ich, schwächster Gegner, stärkster Gegner, zufällig. Das heißt, dass man einen beschützt, dem man quasi hier so einen Ring gibt. Das heißt, dass man defensiv, glaube ich, nur agiert. Das weiß ich nicht. Das heißt Fluchtmodus. Das weiß ich auch nicht. Steht aber in der Anleitung. Das sind so die Autokampfeinstellungen. So, passiert jetzt hier noch was? 23:51. Es könnte natürlich sein, dass der wirklich Punkt 0 Uhr nach Hause geht. Der Junge ist am eigenen Tisch, damit er seine Rechnung selbst zahlen muss. Ja, und dann haben wir ihm die 100 Gold auch noch weggenommen. Also ich meinte, vielleicht folgt das ja nicht nach... Aber kann es irgendwie Zufallssystem sein? Na, ich warte mal ab. Es könnte einfach sein, dass 0 Uhr programmiert ist. Oder dass da noch, oder dass wir nicht in der Nähe sein dürfen. Guck mal, jetzt macht sich hier wieder Fleisch rein in die Suppe. Jetzt! Oh Gott, er geht. Scheiße. Ah! Warte mal, Leute. Ich speichere mal kurz. Jetzt kam ich mir der Storch nicht klar. Wir müssen gucken, wo er hingeht. Avatar. Scheiße. Der ist zu schnell. Hier unten. Warte mal. Was war hier unten? Waren wir da drin? Das war einfach nur ein Kämmerchen, ne? Vielleicht ist das einfach nur sein Wohnhaus. Gar nichts Spektakuläres. Der schläft da ganz normal. Von wegen, der macht irgendwas. Vielleicht war es ja auch der Bürgermeister von Britain oder was weiß ich, von irgendeiner anderen Stadt. Oder es war Serpent Isle, es war der zweite Teil. Vielleicht habe ich es einfach komplett missverstanden. Okay, pass auf, Leute. Jetzt das Letzte, was wir machen, wir schlafen jetzt auch nochmal. Halt, nee, warte mal, jetzt nehmen wir uns hier ein Zimmer. Schlafen auch nochmal und dann laufen wir mal einfach in der Landschaft rum. Bis wir irgendwie einen Kampf bekommen, um das nochmal zu sehen. Wobei, ich glaube, vom Kampfsystem muss man sich jetzt nicht viel versprechen.
Gib uns doch hier nochmal Zimmerchen. Zimmer. Ja. Hier ist der Zimmerschlüssel. Er ist nur während eures Aufenthalts gültig. Okay. Na ja, gut. Wir müssten echt aufschließen, sonst kämen wir hier nicht rein. Aha, zwei Betten für drei Personen. So, wir wollen in 8 Stunden aufstehen. So ist es gut, mein Freund. Ruh dich aus und erhole dich, um den Gefahren, die vor dir liegen, gewachsen zu sein. Angenehme Träume. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich alle erstmal eine Hammelkeule essen. Nee, Avatar hat keinen Hunger. Wahrscheinlich nicht direkt nach dem Aufstehen. Ups, warte mal. Wie gesagt, es gibt auch einen Shortcut für Essen. Darf ich etwas mehr haben? Was? Naja, in der Pubertät, da wächst man und so, ne? So, ich würde sagen, wir gehen mal südlich raus. Und nicht in Richtung Britain, weil vermutlich ist es da ein bisschen zivilisierter, wenn man nordwärts geht. Hier erwarte ich jetzt irgendwelche Gegner. Woran erkennt man Hunger? Wenn hier unten tauchen Statussymbole auf. War das Tor hier? Ja. So, Parole. Amsel. Du ziehst in die falsche Richtung, mein Freund. Oh mein Gott. Das ist echt gut. So, war mal hier. Das ist jetzt das Gebiet südlich. Scheiße, der Guardian ist ja super nervig. Kann man so mitten durch den Wald laufen? Kann man. Vielleicht sollte man doch dem Weg folgen. Ja, das Spiel, beide Spiele kosten 1,50 Euro aktuell. Okay, hier ist ein Portal. Wir gehen hier einfach mal rein. So, wir haben keinen Sextanten. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Moment überhaupt gar keine Ahnung, wo wir uns jetzt befinden. Geil. Verschlossene Truhe. Was ist das denn für eine Truppe? Hallo? Ja, was macht ihr hier? Du siehst einen gerissen aus seinen Mannenmotten zerfressenen und verlausten Gewändern, die er wohl von einem herunterkommenden Adling gestanden hat. Mein Name ist Robin. New Magincia, okay. Was ist das für ein Ort? Okay, sie mussten Buckiness Dean nach einem Streit mit einem Casino-Besitzer schleunigst verlassen. Ja, Leute, ihr merkt, hier kommt man von einer Geschichte in die andere. Elder Scrolls ist gar nichts dagegen. Die Welt ist groß und prall gefüllt. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Da ist ein Hase. Warte mal, Kampfmodus, Pause, Hase, Doppelklick. Nee. Oder Einfachklick? Ja! Ba-ba-ba-bam. Ich habe euch gesagt, ich präsentiere euch den Kampfmodus. Der Avatar im Kampf gegen ein Häschen. Das Häschen flieht. Wo sind die anderen? Das Häschen versucht durchs Portal. Oh mein Gott. Ich glaube, der wurde von der Armbrust erledigt, oder? Ja! Wir haben erfolgreich gejagt.
Ja, mein schönes Stück Fleisch. Und ob man das jetzt auf dem Feuer braten könnte, wird es dann noch besser? Ja, vielleicht hat der Junge getroffen, ja. Was ist denn das hier alles? Hier ist hier eine große Siedlung hier. Das gibt's nur bei GOG. Aber ihr merkt, ich kann mich kaum losreißen. Hier ist ein Weg. Oh mein Gott, so viele Menschen, mit denen man sich unterhalten kann. Aber hier scheint nicht viel los zu sein. Ja, da unten ist auch schon Schluss. Das ist eine kleine Insel irgendwie. Na gut. ich würde es gerne mal ausprobieren, über irgendein Feuer dieses Fleisch zu braten, ob das auch geht. Gibt es hier irgendwie Feuer? Muss doch irgendwo hier eine Küche sein oder sowas. Das sind ja kleine Häuser. Und wo war jetzt eigentlich der... Hier ist verschlossen. Wo war das Portal? Ich würde jetzt zum Beispiel mich gar nicht mehr zurückfinden. Alles zu hier. In der Schmiede ist Feuer. Ja, das stimmt, ja. Aber wie kommen wir wieder zurück? Hier kommen jetzt größere Häuser. Aha. Hier, kann ich jetzt hier Feuer machen? Oder brauche ich da noch was? Grünkäse. Okay. Normalerweise, ich habe schon gesehen, dass diese Ofen, das ist ein Herd, dass diese Öfen auch, da geht Feuer an. Irgendwie geht das. Aber ich weiß nicht wie. Liebe Leute, ich glaube, ihr habt einen Eindruck bekommen, einen ganz guten Eindruck. Oh, was geht hier ab? Ah, hier könnte man auch mein Boot anlegen. Cool. Kann man auch den Vogel abschießen? Wo ist er jetzt? Wo ist der Vogel hin? Ich wollte den Vogel abschießen. Man schaltet mit C zwischen G und Combat-Modus um. Da! Da! Warte, stopp, stopp, stopp! Vogel. Ja! Nee. Geht wohl nicht. Doch! Oh mein Gott! Wir haben den Vogel getötet. Zu schwer. Aber er hat keine Beute hinterlassen. Aber selbst das geht. Doch! Nein! Habe ich uns... Hä? Lebt er weiter? Da ist doch Blut. Wer hat jetzt geblutet hier? Der Vogel? Oder habe ich... War das Friendly Fire? Egal, Leute. Ich lasse es mal lieber. Wir gehen raus. So. Ihr könnt es selbst spielen. Oder ihr wartet, bis ich irgendwann ein Let's Play mache. Es ist einfach zu gut. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Quatsch machen und sehr viel interessanten Kram ausprobieren bei diesem Spiel. Hat halt tatsächlich so ein bisschen Sandbox-Charakter. Vielleicht gerade diese Tugenden, die wir jetzt gerade in Baldur's Gate 3 alle, die es spielen, wieder erleben und zu schätzen wissen. War das tugendhaft, Avatar? Nein, wahrlich nicht.